Hallo! Hallo! Freunde, wir sind schon wieder live, sind wieder da. Tatsächlich live. Ich habe immer Angst, dass irgendwas ganz Furchtbares passiert in dem Livestream. Dass mein Tourette plötzlich rausplatzt oder irgend sowas. Dass man so ein Schimpfwort sagt, dass man dann bereut oder so. Nein, nein. Das passiert uns nicht. Wir sind Profis. Und ja, wir sind jetzt hier natürlich in unserem Studio, aber gleichzeitig natürlich auch hier unterwegs für Schmidt-Spiele auf ihrem virtuellen Stand. Brauchst du uns immer ganz viele Takes. Ja. Wir sind jetzt am virtuellen Schmidt-Spiele-Stand. Am virtuellen Schmidt-Spiele-Stand und machen hier für euch ein Live-Let's Play von Quacksalber von Quedlinburg mit der neuen Erweiterung. Wir sind also die beiden dubiosen Herren, die gerade mit dem klapprigen Karren auf den Marktplatz gerollt sind, ja, und einen mit einem schiefen Lächeln angucken und sagen, ne, Hühneraugen, ja. Sie leiden an Vampirismus, treten Sie näher, ich habe da die passende Tinktur für Sie, kostet nur 7 Taler. Diese beiden sympathischen Herren verkörpern wir jetzt, denn wir sind zwei Quacksalber und wir spielen jetzt Quacksalber von Quedlinburg und zwar mit der brandneuen Alchemistenerweiterung. Genau. Deswegen war das gar nicht von irgendwoher, dass ich da behauptet habe, die Leute leiden an Hühneraugen und oder Vampirismus, denn das sind genau, nee, warte, hast du dir Vampirismus überhaupt ausgesucht? Ich habe mir nämlich Hühneraugen ausgesucht. Ja, du darfst dir gleich was aussuchen. Ich werde mir Hühneraugen ausgesucht haben werden. Die thematische Einordnung ist einfach die, ja, wie du schon gesagt hast, wir sind jetzt nicht nur Quacksalber, also die jetzt so ein bisschen so, ne, so hier kleine, sondern wir sind jetzt sozusagen Alchemisten, die so richtig die großen Fragen der Gesundheit, der mittelalterlichen Gesundheit angehen, wie sowas wie Vampirismus. Aber es gibt eben auch noch eine Menge andere. Das funktioniert so, dass man sich hier erstmal 3 Krankheiten aussucht, um die es jetzt hier gehen soll. Ja? Also es gibt insgesamt 8. Ja, 8 Krankheiten und da sind sogar liegen so kleine Plättchen bei, die kann man dann erstmal nehmen, dann zieht man erstmal 3 aus dem Sack und mit denen spielt man dann, das haben wir jetzt schon gemacht. Das hast du schon getan. Wir haben uns jetzt für Vampirismus, Segelohren und Hühneraugen entschieden, aber es gibt noch so lustige Sachen wie ein Ohrwurm, so ein echter Wurm, der singt halt so im Ohr. Ja, haben sie nett gemacht. Oder der Hexenbuckel, ja. Die Vergesslichkeit. Die Rübennase, die ist halt so richtige Möhre, die aus der Nase, als Nase. Und die Schreckhaftigkeit. Und, an Ohrwurm leide ich echt oft. Ja. Das hast du die Tendenz. Ich habe auch die Tendenz, anderen Leuten Ohrwürmer zu bereiten. Genau, du bist eher die Krankheit, anstatt bin eher die Krankheit als die Kur. Ja. Genau. Und ja, dann haben wir diese 3 Krankheiten und jetzt kann dann jeder Spieler sich aussuchen, welche Krankheit er behandeln will. Ja? Wir können auch die gleiche wählen. Und wenn wir das gewählt haben, oh, du hast ja schon vorgemogelt. Ich habe ja schon gemogelt. Ja, du hast schon vorgemogelt. Dann legen wir das hier in unseren Alchemistenapparat, der jetzt über unserem Tableau liegt. Treten Sie näher, kommen Sie ruhig her. Egal, welche Beschwerde Sie haben, ich habe die richtige Kur. Ja, Sie, genau Sie meine ich. Kommen Sie ran. Ja, hoffentlich hat er auch eine Hühneraugen. Ja, bestimmt. Ja, genau, also spezialisiert bin ich auf das Problem Hühneraugen. Gut, also das heißt. Und deswegen nehme ich die entsprechende, also jede Krankheit hat dann halt hier noch so ein Kärtchen. Ich habe ja hier schon mein Alchemielabor, das kennt man ja hier. Das wird halt einfach angedockt ans original quacksalberische Sortiment. Und hier integriere ich jetzt meine Hühneraugenkarte. Ja. Und dann sieht man ja schon, ist hier so jedem Ding so ein Boni quasi halt über so ein Röhrchen im Feld zugeordnet. Genau. Und da brauen wir jetzt so eine alchemistische Essenz zusammen. Wie das genau funktioniert, werden wir jetzt gleich im Let's Play euch nochmal zeigen. Ich werde mich auch erstmal entscheiden. Und ich werde jetzt mal die Segelohren ausprobieren. Die kenne ich nämlich noch nicht. Und die Segelohren, ja, die werden wir gleich mal kurz nochmal über die Krankheiten im Detail sprechen. Die geben relativ wenig Sofortboni. Du hast so die typischen, den klassischen Sofortbonus-Krankheit genommen. Zack. Ja, wo einfach je nachdem, wie gut deine Essenz ist, kriegst du einen anderen Bonus. Der wird natürlich immer stärker. Ja, je nachdem, wie weit du kommst. Ich halte Hühneraugen halt für recht einfach kurierbar mit meiner Panscherei. Segelohren hingegen. Ja. Ja, und bei mir ist es halt gerade andersrum, wenn man sich das hier an, ich weiß nicht, oder kann man das hier von oben sehen? Ja, da ist gerade andersrum, dass quasi ich bekomme relativ wenig bis gar keine Sofortboni. Ja. Mhm. Nur gegen Ende hier so ein paar Punkte. Ja. Und stattdessen ist es bei mir aber so, dass ich einen relativ starken Effekt habe. Du hast nämlich sonst gar keinen Effekt. Du brauchst einfach deine Essenz. Und je nachdem, was du bekommst, ich weiß nicht, sieht man das? Ja. Ja. Du brauchst einfach deine Essenz und je nachdem, wie gut du brauchst, kriegst du einen starken Bonus. Und ich kriege eigentlich so keinen Bonus, habe dafür einen Effekt. Und zwar in der Zubereitungsphase habe ich einen interessanten Segelohreneffekt, nämlich wenn ich einen
weißen Chip, also eine Knallerbse, die ja schlecht ist, weil die bringt ja meinen Kessel zum Explodieren. Also wenn ich eine Knallerbse ziehe, dann kann ich Essenzschritte, die ich aber vor natürlich erstmal verdient haben muss, ausgeben. Und zwar kann ich 2 Essenzschritte ausgeben, um einfach diesen weißen Chip doppelt zu werten. Also wenn ich in einer liegt, kann ich ihn einfach 2 Schritte weiterziehen. Oder sogar 3 Essenzschritte, um den einfach wieder reinzuwerfen. Mhm, ja. Und steht da noch was wegen Explosion? Ja, nee, nach einer Explosion, ist also wenn ich aber explodiere, dann ist das natürlich zu spät, ne, für diese Aktion. Ich muss das schon vorher machen. Genau. Alles klar, verstehe. Das sind im Prinzip schon die Effekte. Und die ganze andere Geschichte passiert in einer extra Phase nach der, sozusagen nach der Kesselphase. Genau, aber vor der eigentlichen Wertung gibt es jetzt quasi eine neue Zwischenphase, diese Essenzphase. Essenzphase, also. Genau, die Essenzphase. Und da werden wir unsere Essenz brauen. Und ich würde einfach sagen, das erklären wir euch dann, wenn es soweit ist. Ansonsten geht es ganz normal los. Es geht ganz normal los. Also wir hoffen, ihr seid vielleicht einigermaßen mit Quacksalber vertraut. Wir haben Set 2 der Bücher aus dem Grundspiel genommen. Und ja, also ganz grob natürlich, das ist ein Backbuilding-Game. Wir haben hier Tokens in unserem Beutel, haben wir so eine Startauswahl an Tokens, falls ihr es jetzt gar nicht kennt. Da ziehen wir jetzt immer Tokens raus. Die meisten von denen sind tolle Sachen, außer sind die weißen, wovon wir jetzt am Anfang leider überproportional viele haben. Und die sind die Knallerbsen. Die bringen den Kessel zum Explodieren. Das heißt, so ein bisschen Push your luck. Wir müssen rechtzeitig entscheiden, auszusteigen aus dieser Zaubertrank-Panscherei, weil sonst explodiert uns der Kessel. Wenn der Kessel explodiert, kriegen wir nur eine von 2 relevanten Belohnungen. Wenn der Kessel nicht explodiert, kriegen wir beide. Und zwar einmal Siegpunkte und andererseits sozusagen virtuelles Geld, um uns neue Plättchen zu kaufen. Also statt Deckbuilding halt Backbuilding. Ja. Und was man schon mal sagen kann, bei den Alchemisten hast du nochmal einen kleinen Anreiz, auf Risiko zu spielen, weil wenn du es genau schaffst, auf 7 zu kommen, kriegen wir einen extra Essenzschritt. Also das heißt, es wird... Ne? Genau, und du wirst belohnt halt für Farbenvielfalt. Also auch solche Strategien wie, ja, ich mache jetzt hier voll auf die eine Farbe und führe damit gute Erfolge an. Über diese, dass ich natürlich hier die unterschiedlichen Farben werde ich natürlich auch angeregt. Irgendwann gab es das auch bei Dominion. Da gibt es ja auch Karten, die dann einen wieder dafür belohnt haben, dass dein Deck unterschiedlich ist. Ja, so ein und bisschen, jetzt ziehen wir einfach mal. Fangen wir mal an. Ich habe hier schon meinen ersten grünen hier. Halt. Wir müssen noch erste Wahrsagekarte. Das ist so vorgemuckt. Entschuldigung. Bevor wir hier das ist natürlich die Live-Geschichte. Wir spielen 9 Runden, Runde 1. Und hier, ich lese mal vor, wähle. Ja, das ist etwas, was sofort passiert. Nimm dir einen beliebigen Viererchip. Oh, das fängt ja sehr schön an für uns. Gut an. Oder einen Siegpunkt pro Rattenschwanz, der in deinen Kessel kommen würde. Da wir keine Rattenschwänze haben, ist es klar, dass wir jetzt einfach jeder einen Viererchip nehmen. Na, wenn man das als allererste Karte wird, das gezogen. Ein Viererchip, das ist ja Wahnsinn. Das wird eine krasse Partie, sage ich jetzt schon. Tja, jetzt muss man natürlich gucken. Also natürlich die Alraune und die kann man gibt's natürlich noch nicht, weil Gelb wird erst in der nächsten Runde 2 und Pink erst in Runde 3 freigeschaltet. Ist halt die Frage, ob man direkt so... Boah, der Blaue ist... Wir haben halt im Buch 2, Blau ist halt krass, da würde man dann... ich nehme tatsächlich den. Du nimmst den. Kriegt man noch einen für den abgebildeten, Aber guck mal, das ist ja auch geil. Was wäre denn, wenn jetzt der Vierer kommt, du kriegst du trotzdem dann das? Dann würde ich jetzt tatsächlich das freischalten, bevor es freigeschaltet ist. Ja. Würde ich jetzt was. Also den hätte ich aber auch fast genommen. Der ist einen grünen Vierer. Cool. Ja, du darfst es gleich nehmen. So ja, ich meine, ich habe ja eigentlich fast oder nur die Möglichkeit, den Vierer. Oder den. Nee, den gelben, den darf ich ja nicht nehmen. Ach, der darf ich ja nicht nehmen. Roten Vierer, das ist im Basalt. Komm, ich nehme jetzt tatsächlich mal den, um es einfach mal auszuprobieren. Also der blaue ist eben, um es mal im Buch 2, Set 2 ist so, dass wenn ich den ziehe, dann ist es innerhalb der nächsten 4 Chips, wenn es innerhalb der nächsten 4 Chips zur Kesselexplosion kommt, dann kriege ich trotzdem beide Belohnungen. Also als ob er nicht explodiert wäre. Ja. Also dann ist trotzdem Schluss. Kann aber man dann halt wirklich seinen Luck pushen. Kann man und bei den Grünen, genau, an der Stelle auch mal sagen, pro grünen Chip an letzter oder vorletzter Stelle im Kessel bekomme ich dann einen der abgebildeten Chips. Das heißt, da ich jetzt den lukrativen Vierer genommen hätte, wenn der am Ende an letzter oder vorletzter Stelle in meinem Kessel liegen würde, würde ich einen gelben oder einen pinken Einser natürlich nur verrückt bekommen. Okay, aber jetzt geht's wirklich los. Genug der Vorrede. Jetzt brauchen wir Ich habe wieder den gleichen gezogen. Das war Absicht. Nein. Ich habe gleich wieder mal den grünen. Der ist natürlich schlecht, den will man ja hinten haben, aber gut, so ist es halt. Ah, erstmal hier schön die Knallerbse. Ich habe gleich meine Knallerbse. Ich habe erstmal meine Zweier-Knallerbse gezogen. Und jetzt kommt schon gleich mein Vierer. Gleich die nächste 1, Knallerbse. 2, 3, 4. Genau, das also jetzt ist quasi, Schritte hier innerhalb der nächsten 4 Chips brauche ich keine Angst haben, dass mein Kessel explodiert. Das dann kannst du natürlich auch jederzeit deinen Trank trinken. Wir starten ja mit vollem Trank, um irgendwie so eine Knallerbse wieder reinzuwerfen. So, die machen eigentlich hier gar nichts.
Ja. Bei 7 explodiert. Ich will eigentlich genau 7, ja? Ja. Oh ah. Mann, jetzt habe ich den grünen schon gezogen. Jetzt habe ich natürlich nur noch einen, wo ich letzter nicht explodieren oder vorletzter kann. Stelle. Ich muss eigentlich schon. Ja, toll, aber ich bin nicht explodiert, das ist natürlich blöd. Ich habe jetzt halt, ich habe jetzt schon 6 Knallerbsen, aber das ist jetzt schon der vierte. Jetzt kann ich eigentlich nur noch einen. Ich frage mich, ob es lukrativ für mich ist, aufzuhören, absichtlich, weil der Grüne an vorletzter Stelle liegt. Und ich ja, du kriegst natürlich so jetzt weit komme ich ja eh noch nicht. Du kriegst jetzt noch ein richtiges Ding, ja. Ich mach das einfach mal. Ich bin überlegen, ich bin da ganz vorsichtig und höre schon bei 3 Knallerbsen auf, obwohl ich noch problemlos weiterziehen kann. Also ich muss aufhören, nein, weil ich habe ja alle meine guten schon rausgezogen. Ich habe jetzt nur noch Knallerbsen. Wenn ich jetzt ziehe, dann explodiere ich. Und ich habe leider, das war der vierte nach meinem... Mhm. Ne, jetzt, ich mache das jetzt mal, weil die Situation hatte ich so noch nicht. So, und jetzt quasi kommt jetzt das Neue. Das machen wir lieber nacheinander. Mhm. Die neue Essenzphase. Bevor es gewertet wird, kommt die neue Essenzphase. Und zwar gibt es jetzt 3 Sachen nochmal, die jetzt gewertet werden. So, man guckt erstmal, wie viele unterschiedliche aber Farben genau habe ich. 7 hast du auch nicht. Nee, habe ich leider nicht. Mhm. Ich habe 3 Farben, also kriege ich 3 Essenzschritte. Ja. Weiß ist auch eine Farbe? Nee, weiß zählt nicht. Dann könnte ich einen extra Punkt kriegen bei genau 7, habe ich nicht. Und ich kriege einen extra Punkt, wenn du explodierst, was leider auch nicht der Fall ich ist. Ich bin so weit vom Explodieren entfernt wie noch nie in der Geschichte. Das bedeutet einfach, ich habe einfach hier 3 erreicht. Einen Sofortbonus gibt es dafür nicht. Ja. Passiert ich kann nichts. Hoffentlich auch aufhören, selbst zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht mal rechnerisch explodieren könnte. Aber ich tue es jetzt einfach. Und ja, und jetzt quasi... Ich habe nur 2 Schritte dann tatsächlich, ja. Oder wie? 1, 2, bist du explodiert? Nee, nein, bist du nicht. Du hast 2 Schritte. Eine 2, dann kriege ich nämlich gleich so eine 1er genau. Aber das Kürbis ist sozusagen hier am Ende der Essenzphase. Deins passiert am Ende, was bedeutet, dass du quasi am Ende der Essenzphase das halt einlöst und das natürlich dann aber auch wieder ausgibst. Ja, na klar. Ja? Na, so, das ist dann sofort weg. Während bei mir, ja, bei mir bleibt halt, bleibt der hier jetzt auf der 3, da passiert nichts, ich kriege auch nichts. Aber in der nächsten Zubereitungsphase kann ich dann halt schon meinen Effekt, kann ich das halt schon ausgeben, um dann wieder mit diesen Weißen da so rumzumachen. Okay. Nee, ich nehme es auf jeden Fall. Und dann habe ich noch 2 Siegpunkte erspielt. Ja. Ich auch. Zack, du ich auch. Auch 2 Siegpunkte. Zack. Und dann kann ich für 10 virtuelle Geld noch einkaufen. Ja. Dein Navi hat mit dir gesprochen. Oh. Aber vielleicht hat es was Wichtiges zu sagen. Und für 10 virtuelle Groschen dürfen wir noch einkaufen. Für 10 kriege ich halt echt so ein 2er. Ich glaube, da 10 exakt das ist. Ah, nein, ich kaufe mir das. Du kaufst dir gleich den schwarzen. Ich kaufe mir den schwarzen. Das ist natürlich, du gehst auf die Schwarzen einfach so, ja. Na, ich habe 13. Ich kann ja 2 kaufen, ne? 2 kann du darfst halt nicht von der gleichen Farbe kaufen. Ne, 2 verschiedene Farben kann ich kaufen, ja. Das natürlich geht nicht so gut auf, aber ich könnte auch einen 10er nehmen und natürlich einen 1er. Komm, ich gehe voll auf die da hier, das ist ja witzig. Dann nehme ich hier 10 und nehme einen. Die kostet 13. aber 3. Achso, hast du ja 13. Ich habe 13, ja. Ja, wunderbar. Dann und ich kriege noch einen Rubin. Ja, ne? Rubin habe ich leider auch. Nicht. Ja. Muss jetzt sichtbar sein, nicht drauf aufhören, genau. Ja. Wie hier, nicht wie hier. Und ja, gut, dann rein damit. Alles wieder rein damit. Die Rattenschwänze sind ausgeglichen, wir haben ja gleich 4 Punkte. Sonst würde man da jetzt so einen kleinen Aufholmechanismus, ihr kennt ja die Ratten sicher noch. Und es geht jetzt los mit Runde 2 und jetzt gibt es auch die jetzt Gelben. Jetzt gibt es offiziell die Gelben. Achso, Entschuldigung. Wir haben ich hatte natürlich, haben noch alles mein Vierer war natürlich an vorletzter haben wir hier, Stelle. Wir haben hier total Videobeweis. Zeugs gemacht. Deswegen habe ich ja so früh aufgehört. Das war der ganze Snowboard. Und weil der Vierer an letzter, vorletzter Stelle war, darf ich jetzt tatsächlich einen... Und außerdem habe ich vergessen zu würfeln. Wir haben echt noch ein paar Sachen vergessen. Wir kommen rein, wir sind noch ein bisschen müde. Ich kann jetzt einfach damit, ja. Nicht, um die Mechanik nicht zu sprengen, ich nehme jetzt ganz anständig und nehme einen von denen, die es ab jetzt auch gibt. Aber wir haben ja auch ganz vergessen, hier geht eigentlich ja hier das ganze das durch, Belohnungssystem das haben wir vergessen. Der Reihe nach. Ja, und wir haben natürlich vergessen, natürlich ich war weiter, deswegen kriege ich einfach nochmal einen Punkt mehr. Hätte ich auch gerne unterschlagen. Ja, allerdings hat es rattenschwanzmäßig keinen Unterschied. Also man würfelt zuerst, dann machen wir die Effekte, die dann Effekte, die... Genau. Das haben wir alles gemacht und dann hätten wir, das könnten wir jetzt noch, das könnte ich auch machen, ich habe ja 2. Man kann nämlich 2 Rubine jetzt ausgeben, um entweder den Trank wieder klar zu machen oder den Tropfen einzuverschieben. Und ich gebe einfach das aus, um einen Tropfen zu kriegen. Warum auch nicht? Würde ich auch machen. Und jetzt geht's aber weiter. So. Weil und der jetzt Zaubertrank ist ja auch noch gefüllt, ja? Hast nichts zu befürchten. Ja.
Hühneraugen, Patient hat immer noch, also man behält auch seine, die Krankheit, an der man jetzt da rummacht, ja, die behält man natürlich auch für den Rest des Spiels, ja. Ja, das ist das Einzige, man, am Schluss ist die Frage, hat man den dann wirklich geheilt oder nicht? Aber ich glaube, es sind, ja, sind halt Quacksalber. Das sind Quacksalber, ja, natürlich nicht. bitte die nächste Wahrsage, Karl. Was sagt denn die Kugel? Sind die ersten 5 Chips in deinem Kessel gelandet, entscheide dich. Mach weiter oder beginne die Runde komplett von vorn. Perfekt. Kannst alles wieder reinschmeißen. Das brauche ich. Nach 5, ja. Ja, das ist gut. Das ist so richtig für die, für die, für die Pechvogel. So Rückspul. Ah, guck mal, schon mal 2 Knallerbsen. Du fängst schon wieder munter an hier, ja. Das ist wahrscheinlich, werde ich das gleich mal. Gelbe 1. Der nächste angelegte Chip wird doch. Jetzt muss ich die 4 ziehen. Einfach jetzt einmal eine 4, wenn man sie braucht. Aber immerhin eine 1, ja. Immerhin eine 1 gezogen. Guck mal, jetzt habe ich schon mal einen Dreier. Jetzt habe ich 5. Die 1 aber auch 1 Schritt. Genau. Nee, aber die ist ja doppelt so weit. Ja, durch die gelbe wurde die doppelt so weit gedingst. Aber ich werde wahrscheinlich das trotzdem nochmal resetten, weil das gefällt mir. Ich guck mal, ich resette auf jeden Fall auch. Ich habe jetzt den Dreier gezogen. Ich resette das jetzt. Ich habe jetzt schon 5 Knallerbsen. Komm, ich resette. Auf der anderen Seite, ich habe halt wenig Knallerbsen gezogen. Das ist doch Quatsch, ja. Ich habe wenig Knallerbsen. Du hast wenig Knallerbsen. Ich mache weiter. So viele andere Sachen als 1 habe ich auch noch gar nicht, die ich da ziehen könnte. Ich will jetzt endlich, dass meine blauen mal funktionieren. Aber jetzt, sobald ich es gesagt habe, jetzt ziehe ich nur noch Knallerbsen. Jetzt bin ich schon bei 2, 5. Wenn ich jetzt einen Dreier ziehe, fliege ich in die Luft. Oh. Und? Nee, nicht noch nicht. 2, 3, 4, 5. Jetzt kann ich nur gar nicht mehr auf 7 rauskommen, weil jetzt habe ich nur noch einen Zweier und einen Dreier drin. Ich habe aber halt noch diese grüne 4, die wäre halt jetzt der Wahnsinn. Die grüne 4. Die grüne 4, was habe ich denn noch? Ja, komm, explodiere. Die schwarzen habe ich auch noch, komm. Ja, ich einfach kann ja einmal, oder? Okay, wir rühren im Kessel herum und ziehen diesen Chip aus. Ja. Guck mal. Was war's? Ah, du bist explodiert. Sehr gut. Ja. Guck mal, jetzt ist es sehr interessant. Also, Krone ist explodiert. Ich habe jetzt den Dreier gezogen, ja, gerade. Mhm. Und ich habe jetzt 6, aber jetzt gebe ich meine Essenz aus. 3 Punkte und dann werfe ich diesen Dreier einfach wieder rein. Ha! Habt ihr das gemerkt? Kann ich jetzt nochmal anfangen? Nein. Das war jetzt der Effekt. Und das Gute ist, ich kann die Dreier einfach jetzt nochmal ziehen. Das hat mich jetzt 3 Essenzpunkte gekostet, diese 3 loszuwerden. Und was ziehe ich? Ah! Ich hätte natürlich vorher mal so einen Zweier. Ich hätte einen weißen Knallerbsen natürlich auch meinen Trank trinken können und vorher schon diese unpassende 1, aber eigentlich schon. Eigentlich schon die 1 hier, dass man halt den, dass ich den Dreier hätte noch weiterziehen kann. Guck mal, ich kann jetzt ganz gefahrlos, ich habe jetzt 6 und ich habe aber meinen 4er, das heißt, die nächsten 2 Dinger können mich nicht zum Explodieren bringen. Ich sage ja immer, wenn explodieren, dann doch bitte im ersten Spieldrittel. Oder richtig, also ich kann nicht explodieren, aber ich kriege trotzdem beide den letzten. Komm, jetzt habe ich die 3 Siegpunkte, eine Chance von 1 zu 2. Locker wieder rein. Zack, explodiert. Wie lange brauchst du noch? Guck mal. Ich bin explodiert, aber durch den hier explodiere ich nicht. Okay, also ich explodiere, ja, ich explodiere, aber ich kriege trotzdem beide. Aber leider, guck mal, leider sind es halt jetzt nicht 7, sondern ich habe jetzt halt Knallerbsen 9. Also 7 habe ich leider auch nicht geschafft. Aber ich bin echt weit gekommen, das ist natürlich toll. Und schon wieder ein Rubinfeld. Ja, jetzt aber der Reihe nach, du darfst würfeln. Nein, der Reihe nach ist erstmal Essenz. Achso, ja, das ist ja neu, Entschuldigung, da bin ich noch nicht ganz da drin. Nicht vergessen. Dann machen wir bei mir 3 Felder, 1, 2, 3. Ja. Und damit bin ich jetzt ein Feld weit. Ich darf einen Einzelnen und einen Zweier-Chip verwenden. Aber, jetzt räumen wir ganz denen, kurz, die liegen, oder interessante von? Frage. Ich bin ja trotzdem explodiert, ja, weil es steht ja hier zu einer Kesselexplosion. Ich bin explodiert. Dann darf ich eins weiter. Auch wenn ich das jetzt kriege, deshalb darfst du eins weiter. So würde ich das verstehen. Dann darf ich jetzt meinen Trank auffüllen. Darfst du eine schwächere Bewohnung wählen? Ich glaube, du kannst es. Du kannst es vor allem einfach dann ist dein einsetzen. Trank doch nicht du kannst es einsetzen, wenn du möchtest. Ja, doch, du kannst. Aber ich kann auch weiterlaufen? Nee, du kannst halt. Das Ding ist, du am Ende der Essenzphase, du bekommst den auf deiner Essenz abgebildeten Bonus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das. Da müsste ich dann hätte ich natürlich meinen Saft trinken können. Ja, du hättest deinen Saft trinken können. Ja. Kann ich auch einen kleineren Bonus nehmen? Regie? Tja. Weiß die Regie das? Das ist eine gute Frage. Sollen wir nochmal kurz gucken, ob wir das finden? Du bekommst den auf deiner Essenz abgebildet. Die Frage ist halt, ob ich downgraden kann, ganz einfach. Ja, das werde ich nochmal kurz nachgucken, ob das ein. Aber ist ja auch ein wichtiger Punkt. Weil es wäre jetzt schade, wenn ich gar nichts. Ich meine, ich hätte natürlich dann auf leere Flasche zocken sollen, natürlich. Das stimmt. Da würde ich einfach leer ausgehen. Aber vielleicht gucken wir das an. Ihr könnt auch immer ein niedrigeres Feld wunderbar wählen. Siehst du. Ja? Dann tausche ich jetzt einen Einser in einen Zweier. Ja? Ja. Ja.
Und zwar den grünen. Ah ja, und auch nochmal wichtig, das ist auch nochmal wichtig zu wissen, ja, dass quasi es ist so, es funktioniert so, ganz korrekt ist es so, dass am Anfang der nächsten Essenzphase wird der erst wieder auf Null gesetzt. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel, wenn ich meine Punkte nicht ausgebe, verfallen die auch. Ja? Ja. Ja, also das heißt, das aber da muss man bedenken. Was war der Unterschied zu? Also der Unterschied ist der, dass eben quasi vorher haben wir direkt zurückgesetzt. Ja. Ja, für dich macht es keinen Unterschied, weil du kriegst immer nur eine Belohnung. Du fängst ja immer bei Null an. Aber bei mir macht es schon einen Unterschied. Ach, bei dir. Ja, weil quasi ich kann meine Punkte auch nicht sparen, sondern wenn ich diese Effekt hier diesen Effekt machen will mit diesem, dann muss ich die auch ausgeben, weil vor der am Anfang der Essenzphase fängt man immer wieder bei Null an. Ist auch logisch. I told you, stick to the Vampirismus. So, okay, also das heißt, ich muss aber auch nochmal, ich habe noch gar nicht, ich habe ja drei verschiedene Farben, ich habe nicht sieben, du bist nicht explodiert. Doch, du bist explodiert. Ha. Vier, aber ich kriege trotzdem kein Spezial, krieg keinen Bonus, habe aber jetzt vier Punkte für die nächste Runde. So, aber jetzt wird gewertet. Ich habe den schon ausgetauscht, nicht, dass ich niemanden irritieren lässt. Genau, du darfst würfeln. Ach so. Wahrscheinlich. Ach so, weil ich explodiert bin. Ja, stimmt, ich bin ja explodiert. Richtig. Ja, okay, gut. Ich gebe es zu. Du bist aber auch explodiert. Ich darf eh nicht würfeln. Genau, jetzt haben wir diese Sondereffekte, da passiert nichts. Dann kriegen wir Rubin, kriege ich. Da ich aber explodiert, ja, kriegst du. Da ich aber explodiert, bin kein Rubinfeld und ich muss mich jetzt halt entscheiden, entweder für 30 Punkte oder für 14 einkaufen. Ich kaufe natürlich für 14 ein und für 14 bin schon wieder verlockt. Ich könnte aber auch irgendwas für 4. Ich nehme tatsächlich den schwarzen und ein 1er rot. Exakt 14. Ich kriege ja tatsächlich beides. Das heißt, ich kriege jetzt 4 satte Punkte. Dafür kriegst du aber auch schön Rattenschwänze. Ja, 1, 2, 3, 4. Alles auf jeden Fall rein. Rattenschwanz nachher. Ist ja noch gut. Kann man nochmal benutzen. Und ich werde jetzt für 17 einkaufen. Mhm. Dann werde ich tatsächlich einen weißen. Ich habe nur einen Rattenschwanz. Da hast du im Plural gesprochen. Ja, einer leider nur. Ja, das stimmt. Viele Rattenschwanzschritte, aber es ist nur ein Schwänzle. Ja, also ein einer rot und ein zweier gelb. Das sind 17, die ich ausgebe. Mhm. Und dann kann ich natürlich auch einfach mal trinken. Ja. Also ich setze das jetzt wieder runter. Ist jetzt richtig? Ja, nee, eigentlich theoretisch am Anfang der nächsten Essenzphase. Aber es ist, okay, ist kein Unterschied. Anfang der nächsten Essenz. Es ist kein Unterschied für dich. Ja, aber Gott. Wenn man es ganz korrekt macht, ist es halt. Ja. Weil wir Quacksalber auch alles so korrekt machen. Natürlich, wir sind ganz korrekt. Ganz korrekte Küche. Streng nach Rezept wird hier gepanscht. Jetzt gibt es die pinken Würmchen auch zu kaufen. Was können die nochmal? Ach, die können jetzt je nachdem, wie viel man hat. Da kannst du hat, wieder abgeben, tatsächlich. Nee, die musst du auch richtig abgeben. Ach so, die gibst du ab. Und dann tauschst du dir aber gegen halt deutlich lukrativeres Zeug ein. Und wenn du halt darauf zockst, 3 abzugeben, dann kriegst du halt einen Haufen Zeug. 6 Siegpunkte, 2 Schritte mit einem Tropfen, einen gelben 4er vermute ich einfach mal genau und einen Kristall-Diamantstein. Aber wenn du die abgibst, die sind dann einfach aus dem Kessel entfernt. Die sind dann halt wirklich weg. So. Die sind einfach, das ist dann, so Einmaleffekt quasi. Ja, das ist quasi, genau, also die gibst du wirklich ab. Krass, ja. Ah, cool, interessant. Die werden... Das ist wie so ein Keks zum Tee, ja, den isst man. Gut, los geht's hier mit Gebräu. Okay, jetzt aber. Halt, Wahrsagerei, Wahrsagerei. Wahrsagerei. Sonst legt der Stapel hier rüber, das ist nicht so dein Ding, Karten auf. Ja. So, in dieser Runde darfst du den ersten weißen Chip, den du ziehst, wieder zurück in den Beutel legen. Jawohl, jetzt. Ja. Jetzt geht's los. Sehr günstig. Jetzt geht's los. Den ersten weißen Chip. Ja, dann mach ich das. Ich darf ja nur den ersten. Nur den ersten. Egal welcher erste. Okay, ich habe jetzt den schwarzen geklaut. Das ist schon mal besser. Besser Anfang. Und orange. Es geht besser weiter. Das wird mein Trank. Ich kann jetzt den roten, also ich muss mal kurz, den roten kann man zur Seite legen. Du legst ihn sogar sofort zur Seite. Du legst zur Seite. Ende der Runde, nachdem du aufgehört hast, überlegst du, ob du ihn legen willst. Oder nicht. Oder nicht. Ja, da kann man schön auf die Rubinfelder. Ganz genau. Oder auch. Ah, ich werde. Ah, ne, okay. Ich werfe das jetzt wieder rein. Ich habe meinen Trank getrunken, habe den letzten Dreier, habe jetzt einfach mal da reingeworfen. 4. Mist. Normalerweise ziehe ich ihn dann gleich wieder als nächstes, aber diesmal nicht. Okay, grüne 2, grüne 2, müssen wir mal gucken. Ah, der will ja hinten sein, der grüne. Der orange macht in bekannter Manier nichts, weil schwarz will ich einfach mehr haben als Hunter.
Jetzt habe ich 4, jetzt könnte der Dreier von mir aus auch. Ich werde 3 aus, ich habe meinen Dreier gezogen, ich gebe wieder 3 Essenzpunkte aus, um wieder reinzuschmeißen. Oder ich gebe 2 aus, um den doppelt zu ziehen, aber dann ist es schon fast vorbei. Ich habe 7, aber ich habe so viele Chips noch. Nee, ich schmeiße rein. Da ist doch noch der Vierer drin. Und noch ein und überhaupt. Und das Gelbe ist auch noch drin. Es läuft nicht. Oh, ich habe das Gelbe gezogen. Jetzt kommt der nächste, wird doppelt so weit gezogen. Okay. Komm, ich ziehe einfach. Jetzt kann ich immer explodieren. Hä? Einfach nochmal reinmischen und zack, da ist es. Ach komm. Bist du explodiert? Ja, ich bin aber auch fast beim Explodieren. Ich habe 7, ich habe jetzt. Darf mal kurz gucken, ja, was da noch 6. Ja. Darf ich das? Bestimmt, ich könnte es mir auch ausprobieren. Ich werde es auch probieren. Guck dir mal an, die Chance ist doch gar nicht so schlecht, deine Chance war nicht zu ziehen. Komm! Hi! Soll ich nochmal ziehen? Komm. Aber ich habe schon 4 Einer. Ich habe alle meine Einer. Also entweder explodiere ich oder es. Ja, los. Nein, ich mache nicht. Komm, Schluss. Schluss, ich bin leider wieder explodiert. Ah, nee, ich habe ja den noch. Den kann ich noch, den setze ich ein, weil ich hier dann Rubin kriege. Das hat gar nichts geklappt. Ups. Halt, erst Essenzphase. Ja, genau. Ich gehe zurück, ja. Habe 3 Farben. 1, 2, 3, bis er explodiert. Nee. Das heißt, es bleibt bei der 3. Ich darf eine 1 in eine 2 tauschen. Orange gibt es nicht. Muss es eigentlich da liegen? Das ist eine gute Frage, aber ich würde sagen, nein. Gut. Aber ich kann noch mal gucken. Das wäre eine Katastrophe. Sag einfach nein. Das muss da nicht, liegen, würde ich sagen. Okay, dann tausche ich jetzt gerne. Tausche einen Einer-Chip aus deinem Kessel. Entschuldigung. Dann kann ich nicht tauschen, weil von den Orangen gibt es keine Zweier. Schwarz, ja. Was ich mir da dummerweise gekauft immer eine habe. Ah ja, kann ich immer den niedriger nehmen. Ja. Dann gehe ich eins niedriger und nehme eine orange 1. Immerhin. Weil die mir so viel Glück gebracht haben. Ich habe 1, 2, was hat man davon, drei, wenn man versucht, 4. Aus Kürbissen was Essbares? Du bist schon wieder explodiert. Ich habe 5, aber ich kriege wieder keinen Bonus. Ich kann nur 5 Punkte. Ich bin wieder explodiert, ja. Definitiv. Mit dieser einzelnen Knaller. So, okay, dann ich darf würfeln, weil diesmal bin ich nie. Also immerhin habe ich das schon mal bekommen. Mhm. Aber hast du gerne einen Rattenstein, hast du dann gedacht. Ja. Also ich kriege einen Punkt von meinem Würfel. Dann gibt es diese Sonderdinger. Da passiert nichts, glaube ich, bei uns. Rubin bekomme ich. Es läuft. Es läuft. Was soll ich anders sagen? Bei dir? Ja, hier. Ja. Und Punkt. Achso, du willst ja keine Punkte, ne? Nehme ich mal an. Nee, ich will keine. 1, 2, 3, 4. Jetzt aber, komm, jetzt kriegst du 3 Rattenschwänze hast du jetzt. Beim nächsten Mal. 3 Rattenschwänze. ich habe genau 15. Ja, ich muss schon noch mal einkaufen. Das sonst. Ich will auf jeden Fall einkaufen. Also habe ich es auf jeden Fall bisher immer gehandhabt. Ja, mit dem mittelmäßigen Erfolg. Muss man. Ich glaube, ich kaufe jetzt so, weil man will ja viele Farben haben. Deswegen kaufe ich jetzt so ein pinkes Würmchen. Ja klar, du gibst den ab und dann kriegst du einen schwarzen, ja, wenn du einen abgibst. Für 12 plus 3, 15 und nochmal so einen. 15. Ja, ist okay. Ich habe 17 wieder. Soll ich diesmal eine andere Kombination versuchen zu finden? Weil das war eigentlich das die einzige 17er-Kombination, die gut funktioniert. Hast du diesmal gewürfelt? Ja, einen Punkt habe ich. Ah, ja. Ach komm, ich lasse dir die schwarzen, das ist okay. Ah ja, ich hatte natürlich, das hatte ich. Ich räume nur zu früh ein, gell? Ich hatte einen schwarzen. Ja, hattest du. Du hast mehr als. Siehst du mehr schwarze Chips als dein Mitspieler? Mein Mitspieler ja, also, ist hier, hat ja, keine ja, schwarzen ja, Chips. Ich habe ja gar keinen. Ich nämlich einen. Stein, das sind hoffentlich nicht deine hier. Nein. Und darf mein Tropfen eins wählen, was genau. Die Ratte wieder eins. Ich steht. Werde auf jeden Fall hier, ich gehe auf die blauen, die finde ich cool. Ich habe ja 17, ich nehme den und dann nehme ich einer grün. Okay. Und für diese beiden Steine werde ich natürlich auch. Wobei natürlich, Tropfen ich muss natürlich schon den schwarzen auch holen, um mehr Essenzschritte zu bekommen. Okay, gut, wir haben Punkte gemacht, ja. Doch, ich werde es auch machen und nochmal ein. Ja, man kann für Abgabe von 2 entweder die Flasche wieder auffüllen. Das hat mir gar nichts gebracht, deswegen lasse ich die Flasche einfach leer da stehen und verstaubt sie da. Ha! Oder man kann halt seinen Tropfenmagen vorgehen. Was ist eigentlich, wenn die Ratte auf der 33 ist? Ist das dann Instant Win? Die Ratte auf der 33. Ich finde, das wäre ein guter Instant Win. Aber wie soll man... Das halt ziemlich weit vor und dann halt viele Ratten. Ja, aber dann hast du schon, klar. Okay,
Es geht weiter. Karte. Halt, ja, Wasser und erstmal hier 4, da passiert nichts. Karte. Passiert was? Explodiert dein Kessel in dieser Runde, erhält dein linker Nachbar einen beliebigen Zweierchip, den er in seinen Beutel legt. Oh, das ist eine Bestrafung für die Leute, deren Kessel ständig explodieren. Zum Glück sitzt links von mir niemand. Ja. Aber ich sitze links neben dir. Ja, ihr wisst schon, Oh, ne. Ich ziehe eine. Erstmal den Dreier. Jetzt zieht es auch. Komm, ich werde hier gleich, hier zack, 3 Dinger ausgeben. Den Dreier, der kommt wieder rein. Aber das ist auch ein echtes, das ist das Schlimmste, was es beim Kochen gibt. Kennt ihr das nicht? Also mir passiert das zum Glück selten, weil ich selten koche. Ja. Aber es ist mir auch schon passiert. Dann kocht man was mit viel Begeisterung, was man noch nie gekocht hat und hat Spaß, weil man mit seiner Frau zusammen kocht und so. Und dann probiert man das und es schmeckt halt nicht. Und dann hat man so eine Stunde seines Lebens in der Küche verschwendet, in der man hätte auch eine Brettspielanleitung lesen können. Ja. Und hat gekocht. Essen, dabei eine Pizza. Das nicht schmeckt. Genau, da eine Brettspielanleitung lesen, dabei eine Tiefkühlpizza essen. Also essen. Hätte man machen können. Essen zu kochen, das nicht schmeckt, das ist echt frustrierend, finde ich. Ja, das stimmt. Das lag natürlich an den Zutaten, nicht an unserer Kochkünste. Ah ja, rot lege ich beiseite. Ah, ich habe schon wieder. Ich mache hier ein Muster, guck mal. Kürbis, ja. Knallerbse. Kürbis, Knallerbse. Und jetzt? Komm, jetzt doppelt. Jetzt habe ich sie aber. Eine Geistermotte, oder wie sie heißt. Ja? Wie viel hast du Geistermotten? Ich habe doch keine. Das ist wieder eine Knallerbse. Schon wieder ein Dreier. Aber die kleinen, egal. Komm, einfach weiter brauen. Einfach weiter brauen. Wir rühren weiter oben. Noch eine Knallerbse. Komm, macht jetzt gar nichts. Jetzt kommen sie nämlich, die ganzen 1, Farben. 2, 3, 4. Jetzt kommt hier ist sie. Ja. Eine 2. Und jetzt kommt noch eine Farbe. Und zwar hier. Jetzt habe ich genau. Achso, ich habe ja genau 7, genau, aber ich kann das jetzt nicht. Und der wäre an letzter oder vorletzter Stelle. Ich mache mal Schadensbegrenzung und hör auf. Sonst explodiert er dreimal. Also bei mir ist tatsächlich der Kessel jetzt explodiert. Und dann wirst du ja auch noch doppelt belohnt. Bei dir ist er explodiert. Ja, das heißt, aber du kriegst einen. Ja, stimmt, das hätte ich gleich mal. Ich habe halt, weil ich halt den hatte, habe ich gedacht, ist auch egal, ich krieg trotzdem beide Belohnungen wegen meinem blauen Chip. Egal. Aber du kriegst halt die Belohnung. Meine Kessel ist explodiert. Da kriege ich einen Zweierchip, einen beliebigen Zweierchip. Ja. Ich habe noch kein Blau, also nehme ich Blau. Ja. Essenzphase, jetzt wird es zurückgesetzt. Ich hatte noch 2 Punkte, aber die verfallen dadurch. 1, 2, 3, die Farbe zählt ja vermutlich nur einmal. Du bist explodiert, richtig? Ja. Der Rote, danke, ja, danke Regie. Aber das mache ich nicht, weil ich will den Rubin haben. Den behalte ich für meine nächste Runde. Ja, das mache ich, weil ich da noch eins weiterkomme. Ja, das für dich hilft es. Und dann kriege ich nämlich nochmal einen roten. Ja, du kriegst rot. Ich krieg wieder keinen als besonderen Bonus. Als Hühneraugenbelohnung. Und danke, Regie. Dann wird gewürfelt. Du bist 17, aber ich bin trotzdem bis 19 würfeln. Gekommen. Nein. Ich bin ja explodiert. Ja, diese blauen sind cool, aber man explodiert dann halt auch. Hui, Tropfen. Auch nicht schlecht. Gut. Du kriegst deine Motte. Gibt keiner. Deine Motte. Meine Motte. Ich kriege einen Diamant durch meine Motte und noch einen Tropfen. Jetzt ist es schon ganz schön hart mit den Tropfen und so. Und jetzt kommen die Punkte. Jetzt kommen die Punkte und ich kriege auch beides diesmal. Ich kriege 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 Ratten. Also, 1, 2, deine Ratte ist bald bei 33. Und dann. Jetzt habe ich den roten da hingelegt. 19. Also kann man eigene. Also das habe ich den Effekt von dem Grünen wieder kaputt gemacht. Aber dafür habe ich halt einen roten bekommen. Es ist. Da hätte ich auch einen roten. Es hat sich irgendwie nicht. Ich werde jetzt trotzdem auch den 10er nehmen. Ich habe 19. Es hat sich nicht viel genommen. Dadurch habe ich einen Punkt zum Einkaufen mehr und ich hätte auch über den Effekt. Also es war okay. Also ich habe einen gelben und einen schwarzen genommen. Und die 17, mit den 17 kaufen wir. Das ist ein Vierer. Also 4 Rot ist halt auch blöd, oder? Obwohl, warum denn nicht? 17. Nochmal einen pinken einfach kaufen, wenn dann jetzt, oder? Und dann hätte ich noch 5 Geld übrig. Ja, ich mache den hier für 12 und für 5 und einer in blau. Macht 17. Okay. Es läuft ja gut bei mir, aber durch deine Ratte bist du halt einfach, du startest halt einfach schon bei 10.
Und ich starte bei 3. Du startest einfach 7 Punkte vor mir. Das hatte ich bisher auch nicht aufgehalten. Ja, weil du halt jetzt irgendwie dein Ding... Das ist ja völlig, du musst noch mehr tote Tiere in meinen Kessel werfen. Nächste Runde, erstmal Karte hier. Mhm. Oh. In dieser Runde wird jeder orangene Chip ein zusätzliches Feld gezogen. Oh. Ah, so viele haben davon wir davon. Davon habe ich aber welche. Ja. Rot wird zur Seite gelegt. Schwarz fängt gut an. Gleich die Geisterwarte. Ich habe auch mal einen schwarzen gezogen. Ach, du hast einen gekauft? Ja. Kann dir nicht das hast du nicht laut genug ausgeschrien. Ich kann das Feld hier nicht komplett überlassen. Jetzt habe ich den lila Wurm. Erste Knallerbse, kein Problem. Kein Problem. So ein bisschen Knallerbse. Kürbis, eins weiter. Dank der schönen Karte. Ach so, nach, wie wird das? Ach so, Vierer, Vierer gezogen. Ja, ein Vierer, sehr gut. Was macht der? Ach so, ja. Ach, der. Ich habe den Einer, warte mal, war bei dem Einer hätte ich da auch was bekommen. Aber der ist natürlich nicht an vorletzter Stelle. Egal, er ist Ich glaube, ich habe ihn vergessen das letzte Mal. Egal. Aber du musst dann letzter oder vorletzter. Ach so, ja, nee, dann war es egal. Ah, der kommt eins mehr. Ich den hinterher, egal, Hauptsache mal vorwärts. Gut zu Halloween, der Kürbis. Jetzt habe ich die Dreier-Knallerbse dummerweise gezogen. So, jetzt kommt jetzt ein Vierer. Jetzt ein Vierer. Jawohl, die geht eins weiter, der Kürbis. Jetzt habe ich eine Frage, guck mal, der Kürbis geht eins weiter und er kommt nach meinem Gelben, wo es verdoppelt wird. Einfach, ja, aber er geht dann eins weiter als verdoppelt. Ah, okay. Also 3. Okay. Richtig. Gut. I would say so, wenn der Chat schreit. Ich werde jetzt, ich habe einen Zweier gezogen, ich werde jetzt... Ich habe auch einen Zweier gezogen. Das heißt, ich kann jetzt innerhalb der nächsten 2... Dinger explodiert, dann wäre alles gut. Ich werde es mal anders machen, ich werde es mal verdoppeln. Also das heißt, ich gebe 2 Essenzschritte aus, um den Schritt zu verdoppeln. 1, 2, 3, 4. Kürbis wieder 1, 2, 3. Also diesmal läuft es gut, ich habe erst 4 Knallerbsen. Ich habe auch 4. Was habe ich auch noch? Das? Gelb. Der nächste wird doppelt so weit gezogen und jetzt ziehe ich... Naja. Die kannst du jetzt doch wegschmeißen. Die könnte ich dann am Ende wegschmeißen. Okay. Ich kann immer noch weiter kochen. Wahnsinn. 3, 4, 5, kann immer noch 2, es kann nichts passieren, tatsächlich. Mhm. Jetzt bin ich genau auf 7. Jetzt höre ich einfach auf. Ja komm, ich verdoppel den auch. 3, 5, 6, 7 und jetzt lege ich halt die beiden roten noch rein. Wie weit bist du denn gekommen? Ja, ich, aber ich bin auch oft, ich habe auch viele Fehlversuche erbraucht. Also ich habe jetzt, 6 Knallerbsen. Mir hat das natürlich jetzt 3-mal was gebracht, auch die Karte. Aber du hast auch 2 Kürbisse gezogen. Aber ich habe halt auch 4. Also es ist auch echt gefährlich. Ich habe jetzt, glaube ich, nur noch den einen. Nee, ich höre auf. Ich ziehe den. Dann bin ich immerhin bei 21. Mhm. Okay, jetzt wird wieder Essenzen gebraut. Ja. Du wirst wieder auf 0 gesetzt. Diesmal habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8? 2, 3, 4... Ah, nee, 7. 5, 6, 7. Ja, 7. Bist du explodiert? Nein. Aber hast du genau 7? Ich habe genau 7. Ich habe leider nicht genau 7. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Meine Belohnung ist, den Tropfen 2 Felder vorzuschieben. Ey. 1, 2. Jetzt hörst du auch mal auf. Ja, der stete Tropfen. Ja, genau. So. Und diesmal habe ich 27. Tja, du hoffst, ich habe 21. Ich habe einen Siegpunkt. Ja, du musst jetzt mal aufholen, damit du mal von den Rattenschwänzen runterkommst. Ich komme. Dann so. Geistermotte, eine. Auch eine. Genauso viele dürfen beide einen Schritt tropfen. Ohne Rubin diesmal. Dann Rubine, ich kriege keinen. Ich kriege einen. Du kriegst einen. Dann Punkte und Einkaufen, beides. 10 Punkte bei mir, bin 6 ich auf Punkte 17. Bei mir. Ein bisschen verkürzt. Sind nur 3 Rattenschwänze. Mach ich gleich mal. Na gut. Und einkaufen für 27 Taler. Für 21. Ich werde jetzt auch den nehmen, um halt noch mehr Essenzschritte irgendwie zu kriegen. Dann habe ich noch 9. Irgendwas hat doch 9 gekostet, oder? Ach ja, genau, hier so. Nehme ich 9. Gut. Und ich werde meine 2 Rubine abgeben, nochmal für einen Tropfenschritt. So, dann bin ich ready. Moment. Du überlegst noch? Ja. Ah, ich habe noch meinen Trank noch nicht einmal benutzt, ey. Das ist natürlich dadurch, dass du mal mit Alchemisten und so hat natürlich noch mehr Möglichkeiten, dann vergisst man auch gerne mal wieder. Ich nehme den Vierer. Ja.
Für 18 habe ich noch 9 und für die 9 nehme ich nochmal einen gelben Einser. Und jetzt überlege ich tatsächlich, ob ich einfach die 2 abgibst. Ich meine, warum nicht? Für 2 grüne, 3 und noch einen Tropfenschritt. Ne, einen grünen Einser, einen grünen Zweier. Blauen Zweier. Ach, blauen. Das ich mache das jetzt einfach, komm. Ich gebe die beiden ab, nehme mir dafür einen grünen Einser, einen blauen Zweier, 3 Siegpunkte. 1, 2, 3, und noch einen Tropfenschnitt. Da fliegst du links einen Rattenschwanz. Okay. Egal, hat sich erstmal gar nichts geändert, aber mal schauen. Der Tropfen ist einfach so krass. Ja, das ist gut. Okay. Aber gut, so sonst ist es halt. Sonst habe ich nichts. Bei mir waren die nicht an der richtigen Position. Hast du die Grünen an letzter? Nee, das war nicht. Nee. Jetzt sind wir an sechste Runde. Du kriegst einen. Krieg mir eine Knallerbse noch hinzu. Wunderbar, wunderbar, kein Problem. Oh, du darfst auf 1 bis 3 Rattenschwänze verzichten. Das gilt nur für dich. Und dir dafür 1 bis 3 Rubine nehmen. 2 Rubine. 2 Rubine wären das, weil ich auf 2 Rattenschwänze verzichte in dem Fall. Mache ich natürlich sofort. Ich komme ein bisschen rüber. Gut. Ratte ich natürlich schön hier rein. 6. von 9 Runden. Mal okay, gucken. My friend, let's brawl. So, zack, bei. Wir kochen wieder. Ich sehe so, Quacksalber von Quedlinburg Breaking Bad Edition. Ja, sehr gut. Ja, das wäre eine gute. Der nächste doppelt. Das klappt nie. Ja, bei mir auch. Hat auch noch nicht so gut hingehauen mit dem Doppelten. Meine Motte ist schon mal da. Grün wollte eigentlich wieder hin. Blauen will ich ganz hin. Echt, deine Motte ist da? Meine nicht. Also es ist bei Grün und Blau bei dir. Ah. Das heißt, ich sehe die Grünen, die eigentlich ich hinten kommen wollen. Ich trinke jetzt mal meinen Trank und schmeiße die. Ich habe auch eine Motte. Habe auch eine Geistermotte. Ja. Hast du eigentlich schon 2 gekauft? 2 müsste ich eigentlich haben, aber ich befürchte, die andere ist in deinem Beutel gelandet. Ich schmeiß die wieder raus. 1, 2, 3, 4. 4. Ah, das sind immer die Grünen. Aber irgendwie mit 4 will man sich trotzdem freuen. Ja, das ist das Gute. Mit 4 ist irgendwie 4 egal, ist gut, ob mit oder ohne Effekt. So, jetzt komm, jetzt eine 4. Jetzt eine 4. Aber so viel 4er habe ich gar nicht. Ich habe nur, glaube ich, den einen. Muss mir 4er kaufen. Ich habe wieder die 1. Ah, den nächsten Doppel. Jetzt komm. Einmal eine 4 auf so ein Ding und du flippst völlig aus, glaube ich. Ah, immerhin eine 3. So eine Allraunen. Jetzt Achtung, das fühlt sich wie eine 4 an. Eine 2 mal. Da 4 Wälder gehen. Wo bist du? Ja, darf ich gar nicht gucken. Ah. 1, 2, 3. Sehr gut. 3, 4, 5 Knallerbsen schon. Wie viele Schritte darf der danach beim Blauen? Das war schon wieder der Bonuseffekt. 2 Schritte. Ich will da nicht aufhören. Ich mach weiter. Jetzt habe ich genau 7. Ich habe auch genau 7 und ich könnte es noch ausgeben. Perfekt. 1, 2, 3, 4. Da ist auch der ganze Beutel voll. Fertig. Das gibt's ja gar nicht. Fertig. Nicht ah, ich habe es geschafft. Ich habe dich geschlagen. Obwohl du diesen riesen Tropfen hast. Ja. Erstmal ja Essenz. Wetten, ich will einfach mal gucken, gell? Ist ja wie nennt man das bei Poker? Rabbit Hunting? Ja, sowas, ja. Naja. Guck mal. Ja, deine Motte weggekommen. Nein! Das wäre gut gewesen. Aber erstmal wird jetzt wieder Essenz gebraut und ja, du darfst ja so erstmal setz dich mal auf 0 und dann guck's mal. Achso, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Farben. Explodiert? Nein. 5? Kriege ich einen roten Einser. Mache ich. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich habe genau 7. Oh, ich habe genau 7. Danke. Ach, du hast genau 7? Ja, ich habe den roten Einser wieder weggenommen, habe genau 7 und kriege dafür 3 Rubine. 1, 2, perfekt. 3, 4, danke, Regie. 6. Ich habe 6 verschiedene. Das sind schon mal 6 und ich habe genau 7 und du bist nicht explodiert. Und ich krieg dafür gleich mal einen Punkt einfach immerhin. Ich hab's jetzt einfach mal. Ja, darfst du würfeln, weil du bist bis zu 25 ja. Im Feld gekommen und nicht 24 nein. Ohne Rubin. Oh, ein Einzelkürbis. Ja, gut, mal hin. Ich habe, achso, das ist eine das Motte, hier. Eine Motte. Das heißt, wir kriegen alle einen. Kriegen einen Schritt. Und jetzt könnte ich den abgeben für eine Motte, ein. Richtig? Und eine Motte, einen Punkt, ein Rubin. Oder du hebst den auf, weil es natürlich auch für. Ja, dann müsste ich die erstmal kaufen. Ich muss auch wieder einen kaufen. Nee, ich mach das nicht. Ich gebe den ab, gib mir mal eine Motte und ich krieg nochmal einen Punkt und ein Rubin.
Okay. Hm. Dann, genau, Rubine kriegen. Ich kriege auch einen Rubin von meinem. Mhm. Und dann Punkte. Einkaufen. 8 Punkte. 9. Bin bei 28. Hm. Und habe nur noch. Ach, 3 Rattenschwänze. 3 Rattenschwänze zu mir. Und jetzt einkaufen. Jetzt einkaufen für 24 Taler. 25. Ich muss jetzt. Ich will nochmal einen Vierer haben. 25, das wären dann noch 6. Hm. Ja gut, komm, ich nehme das. Ein so ein und dann nehme ich dafür nochmal einen Vierer. Lassen. 2 Punkte verfallen lassen. Egal, ich mach's. Ich nehme eine Motte und so einen pinken für 22 einen, zusammen. Einen Tropfenschritt für meine 2 Nur 1, aber egal, ich mach's trotzdem. Ah, du holst langsam auf. Das an letzter Stelle ist nur weiß. Nur weiß an letzter Stelle, passiert gar nichts. Aber das ist halt mit deinen Rattenschwänzen, du hast deinen Tropfen ist immer noch besser. Also kriegst du nochmal 3 Rattenschwänze. Dann startest du bei, was startest du bei 13 und 20 12. Punkten? Ja, ja, hier, genau. Also, ja, dein erstes Plättchen liegt da halt. Ja. Das ist halt schon heftig, um das aufzuholen. Achso, okay. Und jetzt halt, jetzt ist noch nicht alles. Ich habe nämlich hier 6 Dinger. Die gebe ich alle ab. Was? Zack. Zack. Startet ich nämlich hier. Okay, nächste Runde. Nächste Runde. Du brauchst ja munter mit. Deine Essenz. Mein Trostpreis. Wir haben jetzt hier tatsächlich mal ein Event von den Alchemisten okay. gezogen. Deine Essenz steigt in die Zugweite des letzten Chips in deinem Kessel. Wow, okay. Ja. Krass, wenn das eine 4 ist. Ich habe gleich meine Geistermotte in meinen Kessel geworfen. Das ist ein guter Anfang. Geistermotte, 4er. 1, 2, 3, 4. Zwar grün, aber was soll's. Ich meine erst 2, blau. Wahnsinn, wie weit ich schon bin mit 3 Chips. Ja, das ist halt halt einfach. Jetzt noch eine 4, guck mal. 1, 2, 3, 4. Ha, der wird überlaufen, der Kessel. 1. Geistermotte. Den schmeiße ich rein. Nicht Geistermotte. Ah, nee. Pinker Wurm. Den werde ich verdoppeln für 2. Erste Knallerbse auf Feld 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist übrigens ein Geist. Pinker Wurm. Ah, ein Geist. Pinker Wurm ist ein Geist. Kürbis. 1, 2, 3. Pinker Wurm. Ah, diese Dreier, die ist, dass man die nicht irgendwie aufessen kann. Jetzt fängst du gerade an, dann ziehst du 2 Chips und dann ist aus. Geil, irgendwie blöd. Blau, okay, okay. Jetzt dürfte ich explodieren im nächsten Chip. Das ist aber gar nicht möglich. Gelb, der nächste wird doppelt gezogen. Jetzt einmal die 4. Eine Motte, aber meine zweite Geistermotte. Wenigstens ein kleiner Trost. Jetzt nochmal eine Chance. Gelb und jetzt. Das hat nicht einmal geklappt. Ah, den will ich reinschmeißen. Grün. 1, 2, 3. Oh, grün an letzter Stelle. Okay. Ein letzter oder vorletzter. Also der dürfte noch. Noch eine dritte Geistermotte. Ich könnte wieder. Noch eine dritte Geistermotte. Und immer noch keine Explosionsgefahr. Aber jetzt Explosionsgefahr. Den nicht doppelt. 1, 2, 3, 4. Wie viele Zweier hat man? 2 Zweier. Darf ich meine Chips darf ich zählen, oder? 1, 2, 3, 4. 5, 6. Jetzt habe ich 7. 8, 9 Chips im Beutel. Darf ich das überhaupt? Und 2, die mich umbringen. 2 von 9? Sag's mal. Prozent? Ja, so ein bisschen mehr als ein Viertel halt, ne? 30% sowas, keine Ahnung. Ja gut, ich mach das mal, ist egal. Okay. Du weißt immer noch nicht, willst du explodieren? Komm, explodieren. Hier noch ein. Jetzt höre ich auch. Ja, das war einem auch als letzter. Mhm. Und auf dem Rubin. Und es sind 2 und ich habe noch. Okay, erstmal Essenzphase. Essenz zurücksetzen, du kriegst 2 Essenzschritte, weil dein letzter Chip hat den Wert von 2. Ja, 2. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Farben. Stimmt das? 6 Farben, ja. Mhm. 6 Farben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber leider habe ich nur 6 Knallerbsen. Also keine. Und ich bin nicht explodiert. Aber ich kriege als Belohnung 2 Schritte mit dem. Tropfenschritte. Also. Wir finden das noch raus mit der Ratte. Also gut. Jetzt, jetzt komme ich. Ich habe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene. Und 7 genau? 7 genau. Ja.
Ich krieg auf jeden Fall voll einen weit. Punkt. Ja. Das ist alles, was du kriegst. Ja, hier, ich krieg ja, ich habe ja immer nur diesen Effekt, wo ich den ständig einsetze, dass ich die Sachen da wieder. Okay. Ich dafür keine Würfel. Ah, doch, ich krieg einen. Ja, du darfst würfeln erstmal. Du darfst erstmal würfeln. Darf würfeln. Wo ist er? Hier. Kürbis. Kürbis. Du darfst diesen einen Geist theoretisch rausschmeißen, wenn du willst. Oh, nö, will ich nicht. Du hast drei Motten. Dann kriegst du hier drei Motten. Dann krieg ich drei Motten, dann krieg ich einen Diamant und einen Schritt mit meinem Tropfen. Ich hatte verschoben erstmal. Und dann kaufen wir einen. Ja, ich krieg keinen Rubin. Achso, also, nee, ich habe noch den Effekt Punkte. Hier von dem Grünen. Der hast ist halt Punkt? An letzter nee, Punkte Stelle. Punkte musst du noch. Ich nehme einen blauen einfach. Ah, ja. Oder? Ja. Ja. Punkte. Ich frage mich, wo meine roten Chips sind. Du hast 12 Punkte und ich habe 10 Punkte. Ja, du holst auf. 45, du hast 12. Du müsstest jetzt halt noch einmal in der entscheidendsten Phase explodieren. Es sind immer noch 3 Ratten, ne? Ja, und jetzt nochmal einkaufen, 27, was du hast? 30. Ich nehme jetzt nochmal den. 30. 25, dann habe ich 5. Aber es läuft irgendwie ganz schön krass dieses Mal. Ich habe noch 1, 10, dann habe ich 15. Ich nehme mal 5. Achso. Ich nehme jetzt mal so einen hier. Ha! Okay. Ich nehme den Vierer in grün und nochmal so einen pinken Geist. Das sind genau 30. Das 18 plus 12, 30. Immer noch 3 Rattenschwänze. 8. Runde. Vorletzte Runde. Ich habe ganz schön viele Chips. Also. Okay, Zauberspruch. Wir fragen wir die magische Kristallkugel. Bewege deinen Tropfen um ein Feld vorwärts, das heißt, als ob das so viel das bringt. Das ist die letzte Essenzphase. Nee, es gibt dann auch mal eine, aber da gibt es dann einfach nur Punkte. Ah ja. So viele Punkte, also die kannst du dann bei der letzten Essenzphase, also in der letzten Runde, gibt es dann einfach nur so viele Punkte. Ein Kessel buntes. So, umgerührt? Ja, umgerührt, ja. Und los geht's. Knallerbsen. Knallerbsen. Ich habe jetzt so viele Punkte. Also ich habe mein 1, 2, 3, 4. Mal hebe ich es mal. Wer weiß. Ich kann ja meinen Trank voll machen. Komm, ich mache meinen Trank damit voll. Da ist kein Schritt mehr. 1, 2, 3. Ich schmeiße ihn einfach gleich wieder rein. 5. Gleich eine Weiße. Komm. Oh. Ja, komm, einen noch. Okay, den werfe ich jetzt wieder rein. Dann hat es sich wenigstens gelohnt, die Flasche aufzufüllen. Oh. Nur weiße Chips. 2. Die Grünen da wieder, die eigentlich hinten kommen wollen. Na gut. Geistermotte? Du hast auch schon eine? Aber ich habe ja nur eine. Geisterwurm? Geisterwurm. Geist. Jetzt haben wir es rausgefunden. Geisterwurm. Geisterwurm. Geistermotte. Gibt's da nicht. Knallerbse. Die dritte. Kürbis. Ja, den verdoppel ich. Das ist schon weit schon. Jetzt kommt es wieder drauf an. Achtung, gelber Alraune und jetzt der nächste doppelt gezogen und es ist. Okay, jetzt machen wir nochmal. Ah, sehr gut. Jetzt kann ich nicht explodieren. Ist gut. 2, 3, 4, 5. Oh, ich könnte explodieren, aber nur mit der 3. Ach komm. Hier einfach weiter. Ja, ich könnte auch mit der 3 explodieren, ist mir egal. Ai. Ich hab sie natürlich gezogen. Geil. Guck mal, hey, hier, ich zeige mal, wie viele Chips ich noch in meinem Beutel habe. Und da habe ich zielsicher, wie ich bin, zielsicher die dumme, blöde, piep, 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 piep 3 rausgezogen. Verdammt nochmal. Nee, natürlich mache ich sie. Ich mache den natürlich. Ich höre auf, weil guck mal, ich kann den jetzt mich verdoppeln. Ich habe hier einen 4er gezogen. Und den kann ich ja legen. Ah, nee, den muss ich ja rauslegen. Den muss ich rauslegen. Ist mir egal. Weil mein Set ist perfekt. Ich brauche gar nicht. Trotzdem, ich bin jetzt fertig und kann das jetzt und dann wird es ja verdoppelt. Weil das ja da liegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die roten, ich wette, ich habe die roten irgendwie. Die sind gar nicht mehr da. Gut. Fertig. Also, Essenzphase. Ja. Essenz zurück. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Farben. 1, 2, 3, 4, 5 Farben. 1, 2, 3, 4, 5 Farben. Ich habe nein, keine 7, das explodiert. Nein, da bin ich genau hier. Eine rote 1. Ja, why not? Dann kriege ich ja doch einen Chip noch.
Ich habe 7. Kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, du 7. bist gar nicht viel weiter gekommen. Ich habe 7 verschiedene Farben. Das ist halt das Krasse. Man fühlt sich an wie ein schlechter Braugarn. Ja, und weil du halt einfach die Hälfte der Strecke schon hinter dir hast. So, ich habe nicht genau 7. Ich kaufe auf gar keinen Fall ein, sondern ich nehme natürlich... Ich hatte ja nur 5. Hab ich voll verzählt. Ich hätte noch weitermachen sollen. Na egal. Schon zu spät. Egal. Ja, der Dreier hätte kommen können. Der Dreier hätte kommen können, genau. Außerdem wollte ich halt den machen, damit der hier verdoppelt wird. Und dann musste ich aufhören. Krass, das ist wirklich ein... Ja, ich habe halt aufgehört. Ja. Okay. Du bist explodiert? Nee. Ich bin explodiert, ja. Ah, dann kriege ich einen Punkt mehr. So, sehr gut. Gut, dann kriege ich nochmal einen Punkt hier von meiner Essenz. Ich kriege 11 Punkte. 41, 51. Ah, ich darf erstmal würfeln, nicht vormocken. Ich darf erstmal würfeln. Ja, ich habe jetzt 2 Punkte. Punkte. Schon gegeben. Ja, ist okay. Jetzt deine speziellen. Ich habe 2 Motten. Ja. Du hast eine Motte. Ja, das bedeutet, ja, ich darf wieder vorlaufen. Ich schmeiß wieder meinen. Und bekomme einen Kristall. Ich schmeiß den weg, um nochmal eine Motte zu kriegen. Und einen Punkt. Und ein Rubin. Und die anderen Effekte. Ja, Rubine haben wir nicht. Meine Punkte muss ich aber noch kriegen. Ich kriege nämlich noch 12 Punkte. Das heißt, ich... Schade eigentlich. Ja. Und jetzt nochmal einkaufen. Ich bin noch 4 Punkte hinter dir. Da muss ich jetzt tatsächlich meine 2 Pinken wieder abgeben. Ja. Ja, sonst klappt das ja gar nicht. Nehme ich nochmal für einen 1er und einen blauen 2er. Ja. 29. Und einen Tropfen und 3 Punkte. Darum ging es mir eigentlich. Okay. Ja, 29, dann nehme ich hier einen so wieder raus und einen 4er von denen habe ich es genau auf 29. Ratten sind es noch 3? Nee, stimmt ja gar nicht. Nee, das sind dann sehr näher. 17 habe ich ja nur. Falsch gerechnet. 17. Das heißt, jetzt muss ich einfach um mein Leben brauen. Ja. Aber das sind halt immer noch 7 Punkte zu dir. Boah. Ja, aber du hast halt den mega Vorsprung. Also du kannst es schon schaffen. Also. Letzte Runde. Mal schauen. Vielleicht würfel ich noch Siegpunkte. Also jetzt ist halt auch, jetzt wird ja auch, kriegt man ja auch einfach Punkte für. Was steht da? Verdoppeln in dieser Runde die Anzahl Rattenschwänze. Was? Verdoppeln? Die Anzahl der Rattenschwänze drücken den Rattenstall entsprechend vor. Sehr gut. Das war ein Stich ins Herz. Aber dann ist 7 Punkte. Er muss ja auch irgendwie hier. Komm schon. Brauerheu. Ach, du bist doch gar nicht wieder abgebraut. Ja, ich muss erstmal abbrauen. Ja. Ich hab so viel, es braucht eine Weile. Ja, ja. Alles wieder, verstaut. Aber guck mal, ey, das ist mein Witz hier. Der Rattenstein, der ist auf der. Wenn der Rattenstein ist einfach auf der 20. Ich meine, es ist. Ja, mein Sack ist voll, aber ich ziehe trotzdem nur Karte. Unglaublich. Ich fange jetzt mal in der Ecke an. Pinke 1. Kürbis 1, meine ich. Geistermotte. Ohne 4. 1, 2, 3, 4. Schön bunt bisher. Das ist gut. Jetzt gibt es ja Punkte, hast du gesagt, für diesen. Ja. Jetzt will ich bis ganz nach hinten einfach. Jetzt muss ich bis ganz nach hinten kommen mit diesem Ding. Mit diesem Erlenmeyer. Ah, rot zur Seite legen. Soll ich wieder reinschmeißen oder? Green. Komm, ich kann zweimal reinschmeißen, ich schmeiße einfach wieder rein. Darf zweimal reinschmeißen, einmal verdoppeln. Den Dreier verdoppel ich. Einen gelben. Bei uns so einen gelben. Jawohl, den verdoppel ich. Alraun, wo versteckt ihr euch denn? Hier. Und jetzt eine 4. Du, Hand hat es einmal geschafft. Ich kann es auch. Nochmal. Eine Alraune. Den schmeiß ich rein. Nein. Das war keine Alraune. Jetzt kommt sie. Da ist sie. Hab noch eine Alraune. Ich habe noch eine Chance. Jetzt kommt die 4. Das ist die 4. Ja! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Felder. Ha, das war nicht gut. Den Überlaufkessel, den gibt es nur mit der Hexenerweiterung, gell? Ja. Ja. 3, Knallerbse, das kann mich nicht aufhalten. 4, ich habe die Rundspielregel vergessen. Gibt es da überhaupt was, wenn ich überlaufe? Ich kenne nur noch den Überlaufkessel. Ich wäre jetzt theoretisch übergelaufen. Ja, du kriegst dann einfach 4, 35, mehr gibt es nicht. Ja, die Überlaufregel gibt es erst mit Hexen. Ja, mit Hexen, ja. Regie, kennst du das? So gutes Spiel. Gibt es erst mit Texten? Ah, das ist doch eins mehr. Ich bin mir echt nicht sicher, ob es eine. Kann, gib mal kurz die Anleitung rüber, während du da bist. Ich bin am Rumbrauen, du kannst mal gucken. Ob es im Spiel schon eine Überlaufregel gab. Hm.
Ich meine, das ist natürlich auch, liegt natürlich auch daran, dass du durch diese krassen Effekte hier einfach noch, da gehst halt noch mehr ab. Ja, von daher macht es natürlich auch Sinn, das dann zu kombinieren. Dass du die Hexenerweiterung auch hast. Absolut, ja. Weil mit der Hexenerweiterung, wer es nicht kennt, da gibt es erstmal natürlich die namensgebenden Hexen und dann den hier jetzt gerade schon mehrfach erwähnten Überlaufkessel. Das heißt, da können dann, oh nein, wenn da Blitz reinfallen, es explodiert. Aber das heißt, die da kann ich dann nicht mehr nehmen, oder wie? Nach dem Stopp. Also meiner wäre auch quasi noch der rote. Ja. Okay, ich bin explodiert. Aber gut, es ist ja jetzt... Weiß irgendjemand im Chat, dann darf es gerne schreiben, ob es im Grundspiel eine Überlaufregel gibt. Ansonsten machen wir uns jetzt einfach hier die... Du gewinnst, glaube ich, trotzdem. Wir werden sehen. Also lass uns kurz einen nach dem anderen. Du darfst erstmal würfeln, weil du nämlich... Ah nee, wir dürfen erstmal Essenz brauen. Erstmal Essenz brauen. Ja. Naja. Also das heißt, Essenz zurücksetzen. Jetzt gibt es einfach nur Punkte, wie viele Essenzschritte wir kriegen. Ich habe 1, 2, 3, 4. Also die zählen vermutlich schon, die hier jetzt noch gelandet sind, oder? Das würde ich jetzt schon mal behaupten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe es auch 6. Und ich und bin dann explodiert. Eins, also auf also die 7. Also kriegst du 7 Punkte und ich 6 Punkte. Okay. Das ist eigentlich einer. Ja. Jetzt darfst du würfeln. Jetzt brauche ich einmal die 2 Siegpunkte. So, hingewürfelt. Keine Überaufregung im Grundspiel, danke. Es gibt einen Tropfen, der bringt dir nichts. Bringt mir nichts mehr. Dann die, die Sachen hier, kannst du irgendwas? Ah, ich kann immerhin, das hat einen Punkt. Ja. No, don't do it! Ja. Oh mein Gott! Auch so ein. Das ist ja auch noch was, eine Wert. So, no. Dann, ja. Dann kriegst du einen. Nee, ich krieg, weiß nicht. Ich glaube, der ist nicht mehr ganz. Du bist ja hier, ganz, bist ja der, kriegst du nichts. Da sind noch die zwei, denn die selbst sind die nicht. Nee, das zählt alles nicht. Alles nicht. So, dann einfach Siegpunkte. Und zwar einfach die normalen Siegpunkte und dann ja noch ein Siegpunkt pro 5 Kaufwert, den ich ja nicht bekomme. Das heißt, also du kriegst. Nee, fünf, du kriegst ja das hier. Also 14 erstmal hier nochmal. 15? Entschuldigung, 15. 15, ja. Also 16, 15 20. Und dann die 35 durch 5. Also 7. 33. Wow. Und ich habe einfach nur 9, weil ich halt explodiert bin. Ja? Und jetzt warte mal, dann kriege ich hier das hier, kriege ich noch einen Punkt für 2 Rubine. Das hast du nicht. Und dann hast du noch gewonnen. Wegen deinem Rad, wegen dieser Karte hier. Ja, nein, ich hatte halt auch wirklich, also so ein guter Kessel. Ja, ein gelungenes Set. So sah es aus. Aber es ist natürlich schön, am letzten Zug noch überzulaufen. Ja, jetzt hat wirklich die Hexenerweiterung hat gefehlt hier mit dem schönen Überlaufkessel. Ja, ja, aber es war jetzt auch, genau im letzten Zug, finde ich, ist auch, ich meine, einmal auf die 35 kommen, ja. Und es hat ja auch gereicht, es war jetzt egal, ob es überläuft oder nicht für das. Es hat gereicht, dieses zweimal explodieren in der Anfangsphase, wie ich sage, im ersten Spieldrittel, da kann man es riskieren. Da kann man mal explodieren. Die 3, 4 Punkte, von mir ist auch zweimal. Aber sind schon, dann wird es schon deutlich enger. Viel mehr kann man nicht riskieren. Und in diesen höheren Gefilden, man kann natürlich niemals 12 Siegpunkte oder sowas aufwärts, 10 Siegpunkte aufwärts, auf die kann man nicht mehr verzichten. Dann muss halt der Kessel irgendwie stimmen, dass man wie jetzt, wenn es dann nochmal nicht klappt, muss man die Siegpunkte nehmen und einfach darauf vertrauen, dass dann, wie es jetzt auch geklappt hat, natürlich klar, auch dank dem Aufholmechanismus der Ratten, das hat der Herr Warsch sich ganz gut ausgewarscht. Ich glaube, das ist gut ausgewarscht, ja. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ich habe das ganze Spiel geführt und in der letzten Runde würde ich überholen. Aber es ist natürlich auch schön, ne? Ich finde es auch letztlich, es gibt ja gar nicht so viele Spiele mit guten Aufholmechanismen und das ist schon ein guter Aufholmechanismus. Auf jeden Fall. Ja, das war unser Let's Play der Alchemisten. Die Segelohren, na, ich glaube, das nächste Mal nehme ich mal wieder was anderes. Ja, das finde ich aber tatsächlich nett. Ist natürlich also dadurch, dass man halt einfach dann hier andere Dinge bekommt. Das war jetzt natürlich auch sehr, fand ich jetzt ein sehr einsteigerfreundliches, die Hühneraugen. Man hat halt immer was Gutes, man muss wenig drauf achten, man muss eigentlich gar nicht drauf spielen. Das rutscht dann halt einfach immer automatisch ein bisschen vor und ich bekomme etwas. Und wenn es mir nicht gefällt, kann ich downgraden und was Schlechteres nehmen. Dieser Vampirismus, den wir auch auslegen hatten, der hätte mir auch noch gut gefallen, weil du dann letztlich quasi noch eine extra so Kaufphase bekommst und dir dann einfach extra Chips recht flexibel ansaugst halt anderen die Chips, aber du nimmst die ja nicht anderen weg. Anderen halt die Chips aussaugt. Dann kriegt man einfach noch mehr Chips, was auch cool ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ja, also wie gesagt, das war's hier von unserem Live-Let's Play. Das Ganze könnt ihr euch natürlich auch weiterhin angucken, auch auf unserem YouTube-Kanal, falls ihr jetzt nicht live dabei wart. Ja. Lauft nicht gleich weg.
Das war genau. Zwar mit unserem Live-Let's Play zu Quacksalber mit Alchemisten-Erweiterung, aber jetzt werden wir auch noch die anderen Schmidt-Spiele-Neuheiten ganz kurz vorstellen. Das wird der liebe Alex übernehmen, weil der hat sich hinter den Kulissen schon ein kleines bisschen mit den Sachen beschäftigt. Es sind so Titel hier wie Break-In, Alcatraz, also Flucht, nicht aus, sondern nach Alcatraz. Wir brechen ein, nicht aus. Pocket Detective und solche genau. Sachen werden wir da noch kurz im Überblick genau. haben. Da gibt es jetzt, glaube ich, einen fließenden Übergang, weiß ich gar nicht genau. Es gibt keine große Pause. Wir werden hier einfach nur kurz Quacksalber abräumen. Ganz und, genau. Und dann geht es gleich weiter. Einfach nur ein Brett drauf machen. Mal gucken, wahrscheinlich. Ja, genau. Ich glaube, es kommt ein großes das heißt, Brett ange. Sehr fließender Übergang. Könnt einmal euren Tee voll. Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, jetzt hier zurück nach dieser kurzen Pause. Die beiden Jungs haben ja gerade die Quacksalber von Quedlinburg mit der Alchemistenerweiterung gespielt. Habt ihr also gesehen. Ansonsten, wenn ihr das vielleicht verpasst habt, das Ganze wird natürlich im Nachgang dann auf YouTube noch bereitgestellt und dann könnt ihr euch das angucken. Und ich möchte euch jetzt noch die anderen Neuheiten von Schmidt Spiele kurz präsentieren, hier mal in die Kamera halten und zwei, drei Sätze dazu sagen. Ihr seht ja hinter mir, haben wir hier schon viele Sachen stehen, die greife ich mir gleich mal aus dem Regal. Dazu ist aber auch noch zu sagen, auf der Spiel Digital, am digitalen Spielestand von Schmidt Spiele, könnt ihr natürlich euch all die Sachen angucken und der gute Hunter und ich haben ja auch einige Videos für Schmidt Spiele vorproduziert. Die seht ihr dann da auch auf dem jeweiligen Spiel. Also wenn euch jetzt hier was interessiert, was ich vielleicht hier kurz anspreche und ihr dann noch ein bisschen mehr Eindrücke haben wollt, dann geht einfach mal auf den digitalen Spielestand der, ja, Schmidt Spiele, Leute, und ich greife hier einfach mal nach hinten, das, was so in bester Reichweite ist, und das ist Break-In, die ja neue Einbruch-Rätsel-Falllöse-Reihe Break-In, also jetzt nicht wie Escape-Spiele, wo man ja meistens versucht, aus so einem Szenario rauszukommen, möchte man hier einbrechen, und das Ganze kommt in so einer, ja, mehreckigen Verpackung hier. Ich werde mal versuchen, ob ich das Ganze hier auch noch raushole. Auch dazu haben wir so ein kleines Angespielt schon mal gemacht. Und das ist jetzt hier der erste Teil in der Reihe. Der hat den Schwierigkeitsgrad 2 von 4. Also 4 ist da das Maximum. Es ist auch schon ein zweiter Fall angekündigt worden. Das ist dann Thema Area 51. Area 51, also eher so dieses, ja, außerirdische, UFO-mäßige Military Station.
Und diese Spiele kommen immer mit einem Set von Hinweiskarten, die natürlich je nach Szenario unterschiedlich ausgelegt sind. Und dann haben wir hier wirklich so eine Box, in die wir dann einbrechen. Und da kann man unterschiedliche Rätsel letztendlich lösen, dass das Ganze so ein bisschen kodiert. Es gibt hier Rätsel, bei denen braucht man drei Bestandteile. Einmal braucht man eine Zahl, damit man den beiliegenden Lösungsstreifen hier in so einen Schlitz schieben kann, entweder zum Beispiel hier eine 2 oder eine 1, also dafür brauche ich eine Zahl. Dann brauche ich eine Farbe, denn diese Lösungsstreifen haben einen farbigen Bereich, bis zu dem schiebt man dann diesen Lösungsstreifen und dann noch das jeweilige Symbol und dann kann man hier unten durch so ein kleines Guckloch schauen und bekommt dann ein weiteres Symbol und dieses Symbol stimmt dann hoffentlich ja mit einem Symbol dieser Hinweiskarten hier überein und dann geht die Story sozusagen weiter. Also hier vom Inhalt versuchen wir also Leuten, die in Alcatraz gefangen sind, zur Flucht zu verhelfen. Es gibt ja einen Ausbruch, der geklappt hat und da munkelt man schon, naja, das Ganze wird sicherlich nicht nur von der Insel aus passiert sein, sondern sie hatten Hilfe von außen und diese Hilfe von außen, die spielen wir hier sozusagen, also wir müssen erstmal auf die Insel gelangen. Am Anfang befindet man sich wirklich auf dem Schiff, versucht da erstmal ja auch eine gute Fluchtroute herauszufinden, ist dann auf der Insel und dann geht es hier wirklich in diese Schachtel. Wir wollen auch gar nicht spoilern, dass ihr da jetzt nicht seht, aber man klappt hier dann diese Schachtel auf, das Ganze, dann ist hier drin nochmal eine Box, da kann man also nochmal rein. Also das hört sich schon mal sehr, sehr interessant an. Es wird hier bei diesem Material nichts zerstört, also nicht wie vielleicht bei einigen anderen Escape-Spielen, wo Material zerstört wird. Das Ganze kann hier wieder zusammengeklappt werden und auch die Karten wieder sortiert werden und dann kann man es natürlich gerne so nochmal weitergeben, wenn man möchte. Also die Break-In-Reihe. Freue mich darauf, was es da auch noch für andere Teile gibt. Natürlich auch mal sehen, wie sich da so der Schwierigkeitsgrad entwickelt. Ich habe diesen Teil hier auch nur angespielt. Von daher kann ich noch nicht sagen, wie das Gesamtkonzept so wirkt. Aber erstmal natürlich ganz interessant durch diese haptischen Elemente. Vielleicht weiter in so eine Richtung, also jetzt nicht Richtung Escape, sondern eher in die Richtung Detektiv-Krimispiel. Der Name verrät sicherlich auch schon ein bisschen. Pocket Detective, also hier ein kleines Detektivspiel. Auch hier gleich zwei Fälle, die es da gibt. Fall Nummer 1, Mord auf dem Campus. Mord auf dem Campus könnt ihr übrigens auch auf Tabletopia anspielen. Schmidtspieler hat da einen eigenen Tisch vorbereitet. Da gibt es halt ein paar Karten, um dieses Setting ja mal anzuspielen. Das sind auch dann die Originalkarten, bloß dass ihr sozusagen nicht alle Karten habt, um das zu Ende zu spielen. Und so ist das Ganze auch aufgebaut. Ich mache das hier mal auf. Das Spiel besteht aus einem Kartenstapel. Der wird dann je nach Karten sortiert hingelegt. Dann steht hier natürlich, wie das so klassisch auch ist, keine Karten von dieser Seite des Stapels aufdecken, ne? Also hier, damit man auch nichts Falsches lesen kann, wieder umdrehen und hier erst lesen, dann spielen. Also das Ganze wird auch beim Spielen mehr oder weniger erklärt, da braucht man jetzt nicht irgendwie groß durch eine Anleitung wälzen. Hier ist, glaube ich, hier ist ein Notizzettel dabei, da kann man sich also Hinweise und Notizen machen. Ist hier unten, seht ihr auch so eine Uhr, ja, das Spiel wird nachher letztendlich über Zeit, die man aufgewendet hat, so ein bisschen abgewertet auf diesen einzelnen Karten, die er dann eventuell aufdeckt, ist jeweils Zeit abgebildet, die verstreichen kann. Und da muss man halt immer ein bisschen überlegen, man sollte nicht alle Karten aufdecken, weil dann verbraucht man zu viel Zeit, sondern man muss schon dabei ein bisschen nachdenken, ist dieser Hinweis vielleicht wirklich so sinnvoll, sollte ich dem nachgehen, macht das da Sinn, keine Ahnung, da überall anzurufen oder überall hinzugehen, es gibt natürlich unterschiedliche Locations, dann je nach Szenario. Also auch hier, wenn ihr da Lust habt, guckt mal auf Tabletopia, da könnt ihr das mal anspielen und ich gucke mal hier auf die Schachtel, das Ganze, der erste Fall dreht sich hier so ein bisschen um halt die Universität, also ein angesehener Professor wird ermordet in seinem Büro aufgefunden, die Mitarbeiter der Universität sind ratlos, als Team von Sonderermittlern werdet ihr hinzugezogen, um Licht in die Angelegenheit zu bringen und den Mörder zu finden.
Alle Spiele aus dieser Reihe sind 1 bis 6 Spieler spielbar, also auch schön für Solospieler oder wenn mal auch ein paar mehr sozusagen dabei sind. 12 plus vom thematischen her, hier gibt es natürlich jemanden, der umgebracht wird, man muss diese logischen Verknüpfungen herstellen, 60 bis 90 Minuten, je nachdem wie fit ihr da seid. Und der zweite Fall hier jetzt auch schon, die sind auch gerade heute hier brandneu eingeflogen, kann man fast sagen, den habe ich so auch noch gar nicht in der Hand gehabt, das ist jetzt der Untertitel Gefährliche Machenschaften. Am Rande eines Musikfestivals ereignet sich ein tödlicher Zwischenfall. Wer ist der Mann? War es nur ein Unfall oder handelt es sich etwa um Mord? Als kleines Team von Journalisten wittert ihr sofort eine heiße Story. Könnt ihr den Fall aufklären? Also wer da auf ja so Detektivspiele, die so im Kartenstapelmechanismus sind, Bock hat, weitere Sachen zu erkunden, der sollte sich hier die Pocket Detective-Reihe von Schmidt-Spiele auf jeden Fall mal angucken. Na klar, ihr seht ja hier Quacksalber von Quedlinburg, die Alchemisten-Erweiterung, die ja gerade gespielt wurde, die natürlich auch ganz neu. Ihr könnt alle Quacksalber-Titel, Grundspiel, die Kräuterhexen und auch die Alchemisten auch auf Tabletopia über den digitalen Messestand von Schmidt-Spiele auch anspielen. Da gibt es auch ja, Demo-Runden, da müsst ihr mal schauen, wie die da angeboten werden und ansonsten auch weiter über die Spiel hinaus, wenn ihr auf Tabletopia dann auch einen Account habt, dann könnt ihr die Sachen dort auch schon mal spielen. Hier oben Mystery House, ja, sozusagen bleiben wir noch mal ein bisschen thematisch in dieser Detective Break-In-Reihe. Mystery House, jetzt hier haben wir gerade noch die englische Verpackung, aber das Ganze ja in Deutsch für Schmidt-Spiele rausgebracht. Unser Haus, unser 3D Escape Room Abenteuer, wo wir in die Schachtel gucken, die einzelnen Karten oben reingeschoben werden und dann versucht man durch diese eigenen Fenster und Ausschnitte bestimmte Sachen zu entdecken und zu erkunden. Das Ganze ist ja auch App gestützt und gesteuert und auch hier ist wirklich dieser Fall und dann die App in den letzten Zügen fertiggestellt worden, jedenfalls so, dass wir aktuell davon noch kein Video drehen konnten. Das wird vielleicht im Nachgang zur Spiel auch noch gemacht. Aber jetzt hier geht es weiter zurück nach Tombstone. Also wir gehen in den Wilden Westen, ein Western-Abenteuer für Mystery House. Also wer gerade vielleicht im Red Dead-Fieber ist oder ähnliches, der kann hier einfach auch das Western-Thema an seinen Spieletisch holen. Hier gibt es dann 36 neue Ortskarten, 28 Objekte. Der Schwierigkeitsgrad ist ja vielleicht interessant für einigen, die Mystery House gespielt haben, wird hier mit 2,5 von 5 möglichen Schlüssellöchern, weil man ja wie durch so ein Schlüsselloch spioniert, angegeben. Und was sagt denn thematisch der Text hier nochmal? Ein furchtloser und wütender Indianerstamm, schnell und rauchende Colts sowie ein düsteres Geheimnis verbergen sich unter der heißen Sonne im Wilden Westen. Löst gemeinsam und kooperativ alle Rätsel und entkommt lebendig aus dem spannenden Westernabenteuer. Auch hier, wenn ihr das Grundspiel noch nicht habt, das ist natürlich eine reine Erweiterung. Ihr benötigt das Grundspiel, hat damals das Grundspiel auch den Toy Award 2020, also damals Anfang des Jahres in Nürnberg bekommen, für halt diesen innovativen Mechanismus wirklich in das eigene Spiel, in die Box sozusagen reinzuschauen. Und von daher ist es ja auch ganz interessant, dass Schmidt-Spiele da weiter auf der Suche war und jetzt dann ja mit dem eben vorgestellten Break-In auch wieder ein Spiel hat, wo man stark mit der Verpackung und dem Spiel an sich selbst interagiert. Mystery House, also eine Erweiterung und da werden sicherlich auch noch andere Erweiterungen folgen. Da ist sicherlich noch einiges, was man da machen kann. Jetzt hier direkt hinter mir gehen wir mal vielleicht so ein bisschen in die Familienspielrichtung. Drei Magier haben auch wieder einen schönen neuen Kinderspiel-Familienspieltitel gemacht. Auch hierzu hat Hunter und ich einen angespielt gemacht. Also wenn ihr da genau sehen wollt, wie der Mechanismus ist und wie das Spielmaterial aussieht, guckt euch das Video dazu an. Wald der Lichter, thematisch sind wir hier mit unseren, sind es vielleicht kleine Wichtel, kleine Wichtel, so auch mit schönen Eichelkappen und so mit ihren Eichellaternen unterwegs. Es ist wirklich sehr, sehr schön illustriert auch. Und ich drehe hier mal die Verpackung um oder dann sehen wir das vielleicht auch hier. Wir haben hier letztendlich auch wieder ein Board aufgebaut, was in der Schachtel liegt. Und der Mechanismus ist darunter so ein Labyrinth-Wege-Plättchen-Schieb-Mechanismus.
Und das heißt, ihr seht es hier auch schon unter, man kann unter dieser Waldoberfläche Plättchen schieben und das ist seine Laterne, die der jeweilige Spieler hat, schiebt man da rein. Und hier seht ihr so einen, das ist so ein bisschen wie ja so Esspapier, so nicht ganz durchsichtiges Papier und das, weil da drunter ja schwarze Teile liegen, sieht man erstmal nichts. Aber zwischen dieser Oberfläche und dieser undurchsichtigen oder nicht so richtig durchsichtigen Folie ist nochmal eine klarsichtige Folie mit Symbolen zwischengelegt. Und wenn man dann mit seiner Laterne in dieses Waldfeld schiebt, dann wird das durch den hellen Hintergrund wirklich wie alt erleuchtet und dann sieht man das jeweilige Symbol und je nachdem, an welcher Spielrunde man ist, wird immer ein Symbol gesucht, hier zum Beispiel der Schlüssel und dann muss man versuchen, diesen Schlüssel zu finden und das Ganze ist dann auch noch mit einem Merkmechanismus verbunden, weil man kann immer, wenn man einmal ein Waldplättchen dort reinschiebt, um seine Laterne weiter zu bewegen, auch einen Gegenstand benennen. Sollte man diesen Gegenstand dann wirklich erleuchten und dieser Gegenstand wird gerade quasi nicht gesucht, dann kann man nochmal schieben und so kann man sich, wenn man sich da bestimmte Gegenstände und die Wege merkt, wirklich auch so einen einzelnen Pfad wieder erkunden, bis man dann den gesuchten Gegenstand hat. Schön gemacht, wirklich für Familie und auch als Kinderspiel kann man auch ein bisschen anpassen, wie da so die Siegendwertungssachen sind. Schaut euch da gerne mal das angespielt im Detail an, dann wird es sicherlich noch klarer, jetzt hier so ein bisschen trocken erzählt. Ist es vielleicht, klingt es erstmal nicht ganz so reizvoll, aber wenn man das Material vor sich aufgebaut sieht und dann das Ganze auch spielt, ist es wieder eine schöne Sache, wie ja so oft bei drei Magier, die immer sehr schön produzierte Kinder- und Familienspiele machen. Thema Familienspiel geht es weiter, wobei bleiben wir vielleicht ja mal nochmal bei drei Magier und gehen dann hier zu Ligretto rüber. Bis 20 kleine Schachtel ist ein Merkspiel mit Zahlenkarten und Aufgabenkarten, was wirklich viel, viel Spaß macht. Das kann ich mir auch vorstellen. In einer heiteren Erwachsenenrunde macht es auf jeden Fall auch Spaß. Letztendlich muss man nur von 1 bis 20 zählen, immer quasi abwechselnd. Wenn man zu viert spielt, sagt der erste Spieler 1, der zweite 2, der dritte 3 und so weiter 20. Das ist vielleicht schon eine Herausforderung für einen. Aber dann gibt es solche Karten hier, die letztendlich unterschiedliche Symbole zeigen und Aufgaben zeigen und die überschreiben dann immer eine entsprechende Zahl. Als Beispiel jetzt hier, jetzt statt die 11 zu benennen, müsste man Fisch sagen. Und so muss man sich jetzt also merken, dass der Spieler, der die 11 sagt, jetzt nicht 11 sagt, sondern Fisch sagt. Und das wird einfach ab Absurdum getrieben, sodass es einfach pro Runde immer weitere Aufgaben gibt, die halt Zahlen ersetzen. Und da gibt es hier wirklich jede Menge von diesen Karten. Manchmal muss man auch zum Beispiel wie hier, muss man dann einfach schnipsen oder man muss was brüllen oder man muss vom Stuhl aufstehen. Also jede Menge coole Aktivitäten und halt auch Sachen. Und diese Verknüpfung, sich die Zahl zu merken, stoße da schon immer an meine Grenzen. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Auch hierzu haben wir das Ganze mal ein bisschen angespielt und letztendlich geht es dann nachher darum, dass man einen gewissen, ja, so einen Kristallvorrat hier hat und diese Kristalle werden immer, wenn man einen Fehler macht, ausgegeben. Das kann man kooperativ natürlich gut zusammenspielen, auch in der gesamten Familie. Dann hat man einen gemeinsamen Kristallpool. Wenn man es aber richtig wissen will und vielleicht auch dem Spieler, der sich das am wenigsten merken kann, ein bisschen eine reindrücken kann, kann man das auch gegeneinander spielen. Dann kriegt halt einfach jeder Spieler, jede Spielerin einen eigenen Kristallpool. Und wenn man dann einen Fehler macht, dann wird ein Kristall aus seinem persönlichen Pool entfernt. Also das hier die Sachen von drei Magier-Spiele. Alles gut in der Familie zu spielen und bis 20 würde ich sogar bei einer coolen Party abends auch nochmal auf den Tisch holen. Ligretto, jetzt hier, ist ja auch ein Klassiker, gibt es jetzt in der Brettspiel-Variante und wo man halt vorher die Karten schnell auf den Tisch hinschmettern musste, kann man ja fast schon sagen, ist das Ganze jetzt so umgesetzt worden, dass wir ein modules Board haben. Je nach Spieleranzahl werden hier solche das Board hingelegt. Da sind einzelne Farbfelder drauf. Und dann hat jeder Spieler seine eigenen
Domino-ähnlichen Plättchen, die zeigen halt immer zwei Farben und dann wird das Ganze halt Echtzeit gelegt aus seinem Pool. Man deckt immer ein Plättchen auf. Es gibt anfangs sozusagen Punkte, da liegen Ligretto-Steine, das sind so zylindrische Holzsteine. Da legt man quasi sein Plättchen an, dann wandert dieser Stein auf dem Plättchen und so muss man letztendlich am schnellsten seine ganzen Spielsteine aufs Brett bringen. Dabei ist nicht nur sein Weg, sein Pfad, an dem man anlegen kann. Man kann natürlich auch bei anderen Spielern anlegen, also so immer mal gucken, was machen die, und vielleicht wird schnell ein Stein gelegt an eine Position, wo man gerade selber was legen wollte. Auch da herrscht also ein heilloses Durcheinander und ein cooles Spielgefühl. Schaut euch da auch mal das Video dazu an, da kommt das sicherlich ganz gut rüber. Für, denke ich, Ligretto-Fans, die jetzt mal einfach dieses Spielprinzip oder in dieser Welt irgendwie das cool fanden und wo die Karten mittlerweile vielleicht auch schon auseinanderfallen, solltet ihr euch das hier mal anschauen und das Ganze dann in einer etwas anderen Variante, in einem etwas anderen Gewand vielleicht mal wieder auf den Tisch bringen. Dann steht hier auch noch was Schönes hinter mir. Clever hoch 3. Ganz schön clever, bekommt jetzt also den dritten Teil. 1, 2 und 3 sind wirklich schöne Spiele, die den gleichen Grundmechanismus haben. Also hier ein Roll and Write. Wir würfeln. Die Würfel haben unseren eigenen Wertungsblock und das ist natürlich jetzt hier ganz klar der Wertungsblock oder sagen wir mal der Aufgabenblock, der ist jetzt hier wieder anders aufgeteilt. Es gibt wieder neue Sachen, wie die Würfel gewertet werden können. Das Ganze ist auch wieder 1 bis 4 Spieler spielbar und jetzt seht ihr das hier schon, das ist also der neue Block. Wir haben jetzt einmal die gelbe Wertungsphase, türkis, lila, braun und pinke Würfel. Und da gibt es jetzt einfach so ganz nette Sachen mal, dass wir zum Beispiel in dieser lila Zeile müssen wir eine Wertigkeit von lila und weißen Würfel von 7 entweder aufsteigend oder abwärts zählend einsetzen. Wir haben hier bei Gelb auch mal so eine Einschränkung, dass man, wenn man ja passiv ist, kann man die Sachen, die auf dem Silbertablett liegen, ja sich einzeichnen. Hier darf man dann zum Beispiel nur in diesen grauen Bereichen bei den Gelben dann einzeichnen. Also so wird da mal wieder weiter mit unterschiedlichen Mechanismen gespielt. Auch dazu ganz interessant, habe ich ja vor kurzem im Zuge quasi für die Spiel Digital mit Wolfgang Warsch ein sehr schönes Interview geführt. Da haben wir natürlich auch über die Spiele gesprochen, die da jetzt bei Schmidt Spiele neu sind. Also über die Alchemisten-Erweiterung und über Clever auch 3. Schaut da auch mal rein. Da spricht er auch ein bisschen davon, wie das Ganze entstanden ist. Also er hat da auf jeden Fall immer noch Spaß an dieser Reihe. Und das Ganze geht hier also fröhlich in die dritte Runde. Er gibt, glaube ich, sogar eine Empfehlung, mit was er anfangen würde. Ich würde schon sagen, fangt ruhig mit dem ersten Teil an, also ganz schön clever. Und wenn ihr daran Spaß findet, dann der zweiten oder dritten Teil. Auch hierzu gibt es wieder eine tolle App-Umsetzung. Ich glaube, das Spiel oder die Clever-Reihe hat viele, viele Fans gefunden, die das Ganze in der App spielen, weil ja dann bestimmte Wertungen oder man ist einfach unterwegs, hat vielleicht auch nicht den Platz zum Würfeln und. Kann man da also auch das hier wieder genießen? Ich denke, das ist fast ein No-Brainer, wenn man dieses Roll and Write mag. Und viele, viele sagen, dass das eines ihrer Lieblings-Roll and Writes ist und das wird auch gut mit Clever hoch 3 weitergeführt. Jetzt schaue ich noch mal kurz nach hinten, nicht, dass ich hier irgendwie was vergessen habe. Tavern im tiefen Tal steht da noch, auch da habe ich mit Wolfgang Warsch drüber gesprochen. Da ist auch schon eine Erweiterung geplant, also das vielleicht auch hier schon noch mal als kleiner Teaser. Und falls ihr jetzt aufschreibt, ja Mensch, das ein oder andere Spiel gibt es vielleicht ja noch gar nicht. Ich habe hier auch noch mal von der Schmidt-Redaktion was reingereicht bekommen. Und zwar sind quasi von den Neuheiten her bis 20 Pocket Detective, Wald der Lichter, die Alchemisten-Erweiterung, Tombstone und Captain Kuller, die sind sozusagen jetzt aktuell dann lieferbar oder demnächst lieferbar in wenigen Tagen. Captain Kuller haben wir jetzt nicht hier, ist ein Kinderspiel, wurde auch auf dem ein oder anderen
Blog auch schon gespielt. Auch hier gibt es natürlich auf dem digitalen Messestand von Schmidt-Spiele ein schönes Video. Auch ein sehr schönes Kinderspiel, wo man ja auch so ein Röhrchen hat, da wirklich eine Kugel runterrollen lässt, in die Spielschachtel reinspielt, um so ja, andere Steine treffen muss und sowas. Von dem, was ich da gesehen habe, sah das nach auch einem wirklich schön interessanten Kinderspiel aus. Also wer da Lust hat, mal seine Familie wieder zu überraschen, sollte sich das mal angucken. Und ab 9.11. sind dann Clever hoch 3, Legret das Brettspiel und die Break-In-Reihe verfügbar im Handel. Also da müsst ihr euch quasi noch ein bisschen gedulden. Aber ich denke, bis dahin habt ihr auch noch andere schöne Spiele, hier zum Beispiel aus dem Schmidt-Sortiment, um euch die Zeit zu versüßen. Wenn es jetzt nicht vielleicht noch Fragen schon im Chat gegeben hat oder andere Sachen, soweit seid ihr da erstmal alle glücklich, werden wir jetzt hier auch weiter mit unserem Programm machen. Wir können auch mal, du kannst mal auf den Fenster-Screen klicken, das hier auch sieht, wie das nächste Programm ist. Also genau da, wo die Webseite eingeklickt ist, sehen wir es jetzt hier. Neuheiten-Slot ist sozusagen gerade gewesen. Von 16 bis so um 17 Uhr, je nachdem, wie die beiden Jungs sich da schlagen, geht es also weiter mit dem Switch and Signal Let's Play. Da kann ich nur sagen, Pete und ich, wir haben mit dem Sieg vorgelegt. Mal gucken, ob die beiden Jungs das auch schaffen. Dann werden im Anschluss von diesem Let's Play, so wie eben hier, natürlich auch noch ein paar weitere Sachen vorgestellt. Aber das seht ihr dann alles auf dem Plan. Da also mal auf der Website vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch weiterhin viel Spaß auf der Spiel Digital und vielleicht ja auch an dem digitalen Messestand von Schmidt Spiele. Also jetzt hier erstmal eine kurze Pause und dann geht es weiter. Bis dahin! Ciao! Kannst einfach